Laterne haben. Also, ja, können wir gerne machen. Können wir ein bisschen fighten. Hab ich zwar schon, aber klar. Ich brauch die Laterne. Die ist geil. Ich bin erst Level 2 dort. Nee, oh. Level 6. Level 6 beim Seelenorden, aber ich brauch 10. Bei den Handelsbund bin ich Level 2. Ja, warte mal, ich hol mal Quests. Ich bin ja schon Level 15 da. Und der hat diese Augenklappe, ja, diesen Day One Patch. Das habt ihr mitgekriegt, ne? Dass das Ding der Day One Patch war. Ja, die habe ich auch. Also die haben ja vorher einen Day One Patch angekündigt, so ein bisschen. Und da haben sich schon einige drüber aufgeregt, aber eigentlich war das alles noch ein großer Hoax. So. Das greife ich so auch an. Ja, war gestern das Problem, ich habe die Sachen gekauft. Es war im Shop auch angezeigt, dass ich es gekauft habe. Aber... Tja, das ist dann halt auch alles gewesen, ne? Gold wurde nicht abgezogen und... Anscheinend wurde mir gestern Abend nicht mein ganzes Gold angezeigt. Ich bin bei 51.000. Da gestern war ich noch bei 50.000. Ja genau, ich habe es jetzt auch noch im Nachhinein gekriegt von gestern. Gestern hat's ja gesponnen. Also nur ein Raid, zwei vielleicht. Dann haben wir die Kohle. Ja, ich hab mal zwei Seelenorden-Karten gekauft. Jawohl. Ich glaube, eine habe ich auch noch. Welches Level seid ihr? Da ich bin beim Seelenorden bin ich 15. Beim Goldorder 20. Und. Ne, Quatsch, 19 bin ich beim Seelenorden. Bin ich fast 20. Und Handelsbund bin ich 16. Ich bin 7, 6, 7. Oh. 17. 17, 19, 13. Aber ihr habt auch Vorsprung gehabt, muss man ja 20, sagen. 20, 16 habe ich. Da, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht die Handelsorden-Quests überhaupt nicht machen, weil ich habe davon noch nicht eine gemacht und ich bin schon Level 16 da. Ja, das ist halt das, wenn du da in dem Fort was abgibst. Kriegst ja auch XP. Ja, eben, ja. Ja, die Handelsmissionen sind doch so ein bisschen. Dauern halt ewig. Ja, die sind aber schon mal eine Abwechslung. Kacke. Also hier liegen noch viel Zeug rum, gell, in diesen Fässern. Es ist aber die Handelsordensachen sind eine Abwechslung, finde ich. Das ist mal nicht irgendwo hinfahren, ja, okay, irgendwas stimmt. Kaputt hauen und oder irgendwas ausbuddeln. Sondern du musst halt ein bisschen was machen, ne? Also ein bisschen was suchen und so. Und das ist schon. Ich finde das schon ganz gut gemacht, dass sie die mit reingenommen haben. Wie gesagt, es ja, ist noch am Anfang. Ein bisschen mehr geben. Genau, es ist noch am Anfang und es wird vielleicht irgendwie auch erweitert alles. Aber das kommt so, ja Karte liegt ja auf dem Tisch. Ja, ich wollte gleich. Aber es liegt noch gut Zeug drin, gell? Also, am Steg. Ja, und dann. Ups, falsche Tür. Oh, sogar drei Stück. Nice. Da bei der ersten gibt es schon zwei. Scurvy Island. Dann Old Faithful. Die ist da oben, die große. Ah, da. So, die nehmen es hier. Und Crooked Masks. Ah, das ist diese doppelte, gell? Ja, die mit den beiden Titten auf der Karte. Ah, da unten. Ja, toll, die geht genau in die andere Richtung. Ja, können wir uns jetzt überlegen. Zuerst nach Süden oder nach Norden fahren? Nach Norden erstmal die beiden. Ja, würde ich auch sagen. Wegholen, da haben wir nämlich drei Kapitäne insgesamt. Hier sind noch Holzbretter, ne? Ja, ich komme auch nochmal. Ja. Ja, und müssen nach dem Totenkopf Ausschau halten. Ja. Ja, das auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass wir einen finden. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Kann sein, dass hinter der Insel irgendwo einer ist. So, ein Fass haben wir voll. Mit Kanonenkugeln. Haben wir jetzt schön leer gefarmt hier. Da hinten sind auch noch Kanonenkugeln und Bretter. Wo? Ich sehe das Schiff Heckseits ein bisschen. Ach, da hinten. Ach so, Heckseits, da bin ich. Passt doch. So, auf jeden Fall genug Bananen mitnehmen, falls wirklich vorkommt. Das erste Mal, dass wir so die Bananen ausgeben. Aber hieß es dann nicht auch, dass es noch andere Sachen geben soll, außer Bananen? Ja, es soll ja auch noch andere Musikzeug und alles.
Also es wurde sehr viel erzählt, von wegen, was das Spiel noch alles haben soll bei Release. Es ist ja, Release. Der kam davon nicht. Ne? Ja, eben. Und angeblich 60 GB, es sind 20. Also ja, die Diskussionen von wegen Content sind nicht ganz unberechtigt gewesen. Muss man mal so sagen, wie es ist. Ja, stimmt leider. Ich mag das Spiel und es ist auch schön und es wird auch viel Zeit meines Lebens kosten, aber das, was wie gesagt vorher, das waren viele Fanboys dabei, die auch gesagt haben, also ich nehme mich da nicht unbedingt aus, habe auch gesagt, Leute, wartet ab, bis das Spiel draußen ist. Aber das Problem ist, jetzt ist das Spiel draußen. Ja, es fehlt schon noch einiges. Und wirklich was Einziges rauskam, ist dieser Seelenorden, das war's. Und halt der Kraken, den habe ich auch noch nicht gesehen. Gegen Osten ist eine Schaluppe unterwegs. Ja. Kein Problem. Danke für den Follow, Maximus Prime 242. Geil. Da und die Schlangen sind auch mit Release gekommen. Die waren ja okay, in der Beta auch noch nicht. Aber die kann man auch nicht fangen, oder? Doch. Doch, die kann man schon fangen. Hab vorhin gesehen, ja, das geht. Und die könnte ich aus dem Käfig raus auch beißen. Ja. Okay. Da hatte vorhin, der Mordo war da, glaube ich, der hat im Discord gepostet, dass er eine Schlange gefangen hatte und wurde auch vergiftet und ist dabei einmal verreckt beim Transport. Ich brauche mal kurz euer Feedback, wenn ihr Bock habt, jetzt hier im Discord. Wir sind noch nicht unterwegs, ist noch nicht stressig und so, wenn ihr kurz meinen Stream schaut und mal guckt, wie der Rahmen aussieht, ob das eher sinnlose Spielerei ist oder ob man das so lassen kann. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin nicht mit der ganz zufrieden mit der Webcam da oben, aber mal gucken. Es ist definitiv besser wie die zwei schwarzen Balken an der Seite. Sind die schwarzen Balken an der Seite weg? Naja, an sich nicht, aber es sieht so aus, als wenn das mit zu deinem Rahmen gehört. Geil. Also es sieht auf jeden Fall besser aus. Zwei Balken? Ich habe rechts und links schwarze Balken, weil mein Monitor eine Auflösung von 1920x1200 hat und 16:10 Monitor ist. Das ist ein seltenes Format mittlerweile, leider. Weil 16:90 nochmal in der Videobranche durchgesetzt hat. Aber ich habe diesen Monitor gekauft, weil ich auch sehr oft mit Texten und Schreiben und so, und da ist die Höhe interessant. Und der hat halt ein paar mehr Pixel in der Höhe. Deswegen ist das Video auch ein bisschen höher und dann kloppt der Twitch-Encoder das so zusammen, dass es quasi auf die 1080p irgendwie passt. Und macht dann hüben und drüben halt einfach schwarze Balken hin und füllt das dann quasi auf. Da ist der Erste schon wieder am Saufen hier, ey. Mann. Klassiker. Okay, und das funktioniert sogar mit dem Auto-Chatbot. Geil. Noch okay, haben wir alles, oder? Du hast noch einen Follower, ey. Ja, der Fernandes. Oh, hier ist schon einer zu, ha? Huh? So, und es gibt noch viele Features, die ich gerne sehen würde, und zwar... ja, auf jeden Fall. Ein ganz wichtiges Feature ist, wir haben an dem Schiff zwei Planken. Wofür? Ich möchte bitte eine Abstimmfunktion sehen, dass ich ein Crewmitglied über die Planke schicken kann und der ist dann aber auch raus. Also auch aus der Sitzung. Dass du quasi Spieler wirklich entfernen kannst, die nur rumtrollen. Das wird es geben und die musst du irgendwie versuchen loszuwerden. Ja. Und dafür ist die Planke doch prädestiniert. Einfach... wie mit Brick-Voten halt für Blanke-Voten und dann ist der Typ halt weg. Dann vielleicht noch eine lustige Animation, wie er da drüber springt und von Haien gefressen wird. Ja, aber dann werden entweder da ist oder irgendwo dann im See ist und seine eigene Schaluppe dann kriegt. Oder auf einem Beiboot aussetzen oder irgend sowas, ne? Das wäre auch ganz witzig. Da an sich eine ganz nette Funktion, da mit der Planke, wenn das so gehen würde. Da, aber ich glaube, damit würden auch sehr viele einfach nur Scheiße machen. Ja, ich auch. Weil es brauchen nur drei auf einer Galeone sein, random dazukommen und die schicken den direkt über der Planke und schon bist du wieder raus. Na gut, dann gehst du weiter, aber ey, 5 Stunden in der Brick gammelst, dann gehst du selber irgendwann raus. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Da hast du schon recht. Obwohl, ich würde im Brick bleiben. Ich brauche nichts machen und verdiene dabei Gold. Du kannst im Brick aber auch ersaufen. Eben. So, Captain Pluto, wir haben heute die Ehre. Jawohl. So. Also, ihr habt einen Kurs schon mal rausgesucht.
Ja, Richtung Norden war es, glaube ich. Ja. Ja, Norden. Richtung Norden. Na, dann fahren wir ein bisschen um die Insel rum. Hat gestern 6 Stunden Stream gehabt, aber halt auch mit 4 Unterbrechungen und war alles nicht so optimal. Hab auch ziemlich viel nebenbei noch eingerichtet hier, weil es dann teilweise auch streckenweise ein bisschen langweilig war. Ich muss nur einmal gegen 2:30, 3 Uhr, so war ungefähr, kurz AFK. Ja, wir können ja auch zwischendurch mal eine Pause machen, das ist doch nicht ungesund. So, Kurs sitzt ja, auf Norden. Ja, nicht lange, so 15, 20 Minuten schätze ich mal. Da ich bleib so lange auf dem Schiff, da wenn ich rausfliege, kann ich ja immer noch nachjoinen. Ja, ja. Du brauchst ein Mausskript, was sich immer mal bewegt. Ich glaube, das wird schon reichen, wenn man sich ab und zu mal dreht, dass man nicht... Ja, das müsste eigentlich reichen, das stimmt. Habe ich eigentlich jemanden, der vorne die Felsen sieht, wenn welche auftauchen, weil wir fahren in so felsischen Gewässern rum? Ja, ich schau mal. Müsste ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung Backbord. Mach ich. Naja, ansonsten kann ich kurz eben am PC meine Maus kurz bewegen und dann... Weiter Richtung Backbord. So. Ah, könnte knapp werden, aber passt. Ja. Aber ich versuche mir auf jeden Fall dann zu beeilen, dass ich nicht rausfliege. Da passt doch noch eine Schaluppe dazwischen, Mensch. Hier rechts ist die Insel direkt. Die große? Die große, ja. Ja, genau, das ist die. Okay, dann ist da das Old Faithful, ne? Richtig. Da haben wir einen Captain. Schauen wir mal, ob wir die irgendwo am Strand sehen. Wir fahren mal ein bisschen um die Insel rundherum. Kann der das Hauptsegel ein bisschen hochnehmen? Ja, 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 klar. Sehe ich A ein bisschen mehr und B haben wir nicht so viel Fahrt. Alles das Hauptsegel komplett hoch machen. Ja, geht auch. Die zwei reichen ja zu manövrieren. Ja. Ach, das ist so mit Steilklippe, ne? Da wird es schwierig, irgendwo einen guten Ansatzpunkt zu haben. Ja, vor allem müssen wir gucken, wo die Skelette spawnen. Da kann sein, dass wir jetzt hier vorne gleich anlegen und die Skelette auf der anderen Seite irgendwo spawnen. Ja, deswegen wollte er mal rumfahren, aber... Ich weiß nicht, ob man die so hier schon sehen kann. Ja, normal schon. Also kleinen Inseln sieht man es ja auch immer. Ja, auf die kleinen. Die sind ein bisschen übersichtlicher. Kann ja auch sein, dass die oben irgendwo spawnen. Ja, ja, ne, muss ja nicht irgendwo am Strand sein oder auf der kleinen Insel. Muss sie halten? Hm? Muss sie halten? Nicht zwingend. Negativ. Fahrt ihr mal langsam weiter, ich schieß mich mal auf der Insel und such die mal. Ja. Na komm. Warte, siehst du den Felsen vor uns? Den Felsen? Naja. Okay. Glaubst du, dass du durchkommst? Ja, locker. Okay, irgendwie ist das ein bisschen bei mir laggy, warum auch immer. So, hier nicht. Hier vorne ist die Festung, da werden sie wahrscheinlich irgendwo sein, oder? Hier laufen auch Schweine rum. Nee, muss nicht. Oh, die schießen auf uns in der Festung. Ah, also nee, hier ist nichts. Der Turm schießt auf jeden Fall auf uns. Oh, der hat mich gut erwischt. Ich geh mal kurz. Ich glaub, der hat nichts getroffen. Nee, Oh. War Mitteldeck. Ah, gut. Ich sehe das rote Fass im Turm, weißt du? Ich sehe Sniper. Egal, wir fahren einfach ein bisschen rundherum nochmal. Und legen den einfach auf der anderen Seite an. Ja. Da kann ich den Strand kannst du anhalten. Direkt drauf fahren. Rums. Da kann sein, dass sie doch oben in der Festung sind. Also ich sehe sie nirgendwo unten am Rand. Die Insel ist halt einfach mal riesig groß. Ja. Oh, warte mal, hier kommt andere Musik. Dann bist du da wohl richtig.
Wir haben Geschwindigkeit komplett auf. Ja, die sind irgendwo oben, weil hier ist die Musik wieder weg. Ich bin jetzt unten, da wo ihr... Ja, sehe ich. So, hier gibt's auf jeden Fall Hühner und Schweine. Okay. Wollen wir Anker? Ja, so langsam, aber sicher kann man vor Anker gehen hier, ne? Oh, ich muss mal meine Waffe wechseln. Das war nix. Also Waffe wechseln ist eine gute Idee, ich renne glaube ich auch noch mit der Pistole rum, genau. Und sind wir mal ehrlich, die bringt's nicht. Ja, eben, deswegen. Ah, hier ist tatsächlich eine andere Musik. So, wo seid ihr jetzt? Ich bin jetzt mit der Kanone hochgeschossen. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ah ja, schöne Musik. Wir sind ganz oben auf dem Ding da oben drauf, oder? Naja, ja, ich glaube auch. Ja, da sind sie. Die kommen wir nicht hoch. Ganz oben. Ja, wir müssen bis erstmal da hochkommen, nicht? Ja, hier kommen wir hoch. Ah ja. Die erste Welle ist weg. Ach, ich glaube, hier war ich gestern schon mal in der Nähe. So, jetzt geht die Kampfmusik los, ja? Die wird doch nicht mal aufhören, das ganze Spiel, über was man sich auslockt. Ich weiß noch in der Beta, wo ich die ganze Zeit den Anker im Hintergrund gehört habe. Das stimmt, ja, da war was. Was, El Capitano? Hier ist er. Oder sie, eher. So. Ja, keine Chance. Vorsicht, da ist noch einer. Spring mal den Kopf weg. So. Ja, ich stand noch kurz mal über die Insel. War das hier? Hör mal. Kanonenkugeln wäre noch schön, aber. Bin ich blind? Ach, da hinten steht unser Schiff, alles klar. Wo oh, man hier irgendwo runterkommt. Oh, ist doch herrlich, wenn hier Nacht ist und draußen die Sonne scheint, genau auf Fenster drauf, ich sehe fast gar nichts. Ich habe bei mir tatsächlich, ich habe eine Jalousie drin. Ich habe tatsächlich noch eine Decke jetzt davor gemacht, weil das durch den Schnee so hell von unten auch kommt, dass die Jalousie gar nicht so viel bringt. Ja, ich habe auch eigentlich schwarze Vorhänge, aber die sind zu dünn in dem Sinne. Da kommt die Sonne trotzdem durch. Das ist nicht praktisch, ne? Nee, und gerade wenn es im Spiel dann recht dunkel ist, da sieht man immer nicht sehr viel. Zack, und aufs Brett gelegt. Mein Fenster doch ganz zumachen. So, aber Gute ist, draußen ist ein bisschen bewölkt, Sonne ist gerade weg. So. Ja, knallblauen Himmel hier. Ach hier, Friesen, du hast doch bei dir in deinem im Stream einen Spendenlink drin, ne? Ja. Ich habe mich da vorhin so ein bisschen belesen bezüglich Versteuerung von Spendenstream-Zeug-Einkommen. Ja. Es ist grundlegend, musst du es angeben. Die Einnahmen daraus. Jein. Angeben musst du es. Es kann sein, dass es nicht versteuert wird, wenn du nachweisen kannst, dass es nur ein Hobby ist. Sonst wird
es gibt so ein Gesetzesdings, und zwar, wie nennt sich das, Einkommensplanvermutung. Also, wie war das? Das hatten wir auch schon mal. Das wird, glaube ich, nur ab 2.000 Euro im Monat. Also PayPal allgemein darfst du maximal 2.000 Euro verdienen. Pauschal schwierig. Also du musst es auf jeden Fall in deiner Steuererklärung angeben am Ende des Jahres. Ja, das ist schon klar. Aber allgemein, als privater Nutzer musst du bei PayPal, wenn du mehr wie 2.000 verdienen willst, musst du Gewerbe anmelden. Ja, bei PayPal, aber bei PayPal den Gewerbeschein nachweisen, und dann kannst du auch mehr verdienen. Sind eigentlich alle auf dem Schiff? Nee, ich komm gerade, ich hab so ein Fass gefunden. Okay, ja, dann lass mal mit die Segel nochmal. Wir müssen übrigens als nächstes nach Westen. Genau nach Westen. Das sind wir ja fast richtig im Kurs, Mensch. Ja, genau. Da ist Kirby Island. Bin da. Alles klar. Ach, Pulver, was? Ich hasse diese Dinger. Was? Die sind echt geil. Da oben machen die ja keinen Schaden. Ja, das sagst du. Oh. Aufgelaufen. Aber wo? Ja, ich geh runter. Wahrscheinlich Grund, ne? Bei Stein war es nicht. Ja. Es plätschert auch, ja. Ja, ein Loch. Ich helf schnell. Glaube ich, dass es eins ist. Das war nur ein kleiner Rempler. Ich schlepp mich ja weg, ja, ich geh schon weg. Na, Grüße an den Christian, ja. Da zockt er ohne uns, ja, möglich. Ja, zu spät kommt bestimmt auf das Leben. Ja, was heißt, das heißt zu spät? Ist der oben im Channel drin, im Discord? Weiß ich nicht. Nö. Was ist der? Ich glaube nämlich, dass er arbeiten ist. So. Da meint doch tatsächlich auf Facebook einer, dass der Vorbesteller-Paket, also der Black Dog Pack, nach einem Jahr im Shop kommen wird für 510 Euro. Du, das ist aber. Ich hab's noch bei keinem Spiel gesehen, dass der Gründer-Pack oder das Vorbesteller-Pack irgendwie doch, im Shop doch, landet. Gibt's. Ich erinnere mich da an World of Tanks, da gab es auch solche speziellen Panzer und ganz tolle selten, und dann irgendwann später, ach ja, hier 100 Gold. Ja, das ist die Insel hier links. Ja, okay, aber hier ist dann einfach hoch. Nur Optik. Ja, ne, hier ist halt einfach nur Optik, du hast dadurch ja keine Vorteile. Mit dem Panzer, okay. Da manche Panzer sind ein bisschen geil. Ja. Wir sind auch zu schnell, ich glaube, wir können hier direkt hier vorne, müssen wir sowieso halten. Der hintere ist oben. Ja, hier ist egal, wo wir ankern. Komm her eh hier. Weil die Party wird hier vorne stattfinden, und da können wir der Kanone ein bisschen einhelfen. So, ich lasse den Anker schon mal ein bisschen runter. Ja, runter damit komplett. Wir fahren sonst vorbei. Ja, komplett runter. Achso. Ja. Ja, ich geh mal auf der Insel und zieh die ein bisschen zusammen. Ihr kriegt das bestimmt hin. Achso, das sind so Pflanzenskelette. Ne? Gibt's da irgendwie haben die eine Schwäche? Säbel. Den Säbel nehmen. Okay. Ja. Okay. Bei Schatten ist es Licht. Ja, dann das ist klar. Und Gold ist Wasser, aber. Bei Gold Wasser und bei Pflanzen Säbel. Okay, das mit dem Säbel wusste ich nicht. Das ist aber irgendwie relativ low. Aber macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Pflanzen mit dem Säbel zerschneiden. Ja. Ihr kriegt das bestimmt gerade mal kurz ohne mich hin, oder braucht ihr nicht? Ja. Nee, alles gut. Dann mach ich die Kamera mal bei euch drauf und mach mal kurz eine AFK-Pause. So, hier kommen auf jeden Fall zwei Kapitäne. Ja? Ja. Okay.
So, die müssten jetzt kommen. Ja, hier. Naja, da ist der erste. Knuto, wir bauen dich an den Kanonen. Ach, vielleicht tot? Ach, warte, das geht auch so. Der erste ist tot. Ja. Ah, oh, war schon beide kaputt. Nice. Ja. Ah, das sind aber keine guten Schädel. Schade. Egal, klein Vieh macht auch nicht. Eben. Schauen wir noch kurz nach der Insel, ob irgendwas rumliegt. Hier, siehst du, Stefan, ich hab mal den einen Typen da jetzt angesprochen in der Kneipe. Weil ja. Ich bin ja überall 15. Der sagt danach dann auch, ja, da von wegen Level 15 ist schon gut, aber 20 ist noch besser. Da also, Das wird nur bis Level 50 gehen. Ja, da wird so mit Level 50, bis Level 50 weitergehen, wird wahrscheinlich immer dasselbe brabbeln. Ja. So. So, ich nutze mal die Gelegenheit, um schnell eine rauchen zu gehen. Ja, lass uns vorher eben auf Kurs gehen und alles. Weil die Fahrt wird eben ein bisschen länger. Mhm. Das stimmt, ja. So, wir müssen nach Süd-Südost. Süden, ja. Kaffee voll gekleckert, ey. Läuft bei dir. So, Anker hoch. Geht aber schneller hier, komm schon, schneller. Ja, hör mal, geht schneller, wenn du mit dran gehst. Sonst sind wir morgen noch nicht fertig. So, in welche Richtung? Süd-Südwest. Süd-Südost, oder? War das Ost oder war das West? Ich weiß selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Nee, aus Süd-Südost. Süd-Südost, okay. Naja, noch nicht, ich will jetzt mal drehen. Ja, da können wir auch hinfahren. Schön gegen den Wind. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen beidrehen. Da ist er wieder. Wippi. So. Hallo. So, jetzt darf seine Rauchen gehen, Stefan. Ja, sofort. Genau, da gehe ich von mir aus oben ans Steuer. Ja, Süd-Süd-Ost müssen wir. Oder irgendwas. Ja, Süd-Süd-Ost. Kann man fast die Segel nach rechts zu. Jo. So. Bis gleich. Kann man. Jo, bis gleich. So, Kurs Süd-Südost sitzt. Oh, so dunkel. Braut sich wohl etwas zusammen. Ich dachte gerade, ich hätte einen Totenkopf gesehen, aber das hat sieht er sich so hier aus. Hingelegt. Der hat sich jetzt hier hingelegt. Hier oben auf das. Der pennt immer hier irgendwo mitten auf dem Schiff. Sehe nicht. Hä, was? Wo liegt der? Nee, am Steuerrad. Das sah nur so ein bisschen so aus, als wenn das der Schädel wäre. Aber das war er leider. Nee, das hier bin ich, da liegt da vorne auf der Reling. Ja, ich weiß. Also da, richtig gut.
Eigentlich müsste dann das Bild schwarz werden, solange man sich nicht bewegt. Damit man auch wirklich nicht sieht und schläft quasi. Aber wir haben ein Problem. Ist das da vor uns schon diese komische Insel oder ist es das noch nicht? Nee, die ist noch weiter weg. Oh. Ich bin von Deck gegangen. Entschuldigung. Ganze Besatzung am Pennen und einer springt runter. Ja, wir fahren auf die Klippen zu, ist geil. Ja, ich drehe gerade. Nee, nicht drehen. Also nein. Ja, also drehen in Bezug nicht auf Insel fahren, aber nicht wegen mir. Ja, nee, das... Ah, hallo, du kannst die Meerjungfrau nehmen. Richtig. Das wäre noch schöner. Aber das kommt bestimmt auch noch, dass die irgendwann Geld kostet. Ja, ich denke auch, damit man bestraft wird, wenn man von Schiffen da oder wenn man sich rüberschießen will und dann verfehlt. Ja, im Allgemeinen, so ein Teleport kann ja auch mal 10 Gold kosten oder sowas, damit es irgendwas kostet, aber... Ja, 10 Gold wäre in dem Sinne ein bisschen zu wenig. Ja gut, Moment, wir müssen jetzt 10.000 Gold machen, weil wir haben ja alle Preise einfach mal 1.000 genommen. Das ist wirklich so, oder? Also ich meine, grundlegend, wenn ich überlege, was man da Beta so für... Ich bin mal da an Bord. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Weil so ein Scharfschützengewehr hat, glaube ich, 3.300 in der Beta. Rechts für uns ist der Wrack. Wie weit weg? Aber hindrehen nicht lang, aber ist halt die andere Richtung. Hier sind auch Fässer im Wasser, genau neben uns. Ja. Ich gehe nochmal von Deck. Ich sehe kein Wrack. Ja, schon. Direkt bei der beim Fort in der Nähe. West-West-Süd? Südwesten, in der Richtung. Es gibt West-Südwest zum Beispiel. West-Südwest, ja, da ist es. Wenn du das meinst. Ja. Ich weiß nicht, anscheinend bin ich blind. Ich sehe keins. Egal. Egal, dann lass mal's. Du könntest mal eben auf der Karte gucken, wie wir so. Selbstverständlich. Mit dem Kurs sind. Ja, sind sehr gut. Einmal im Output vorbei, das die ist vor uns. Ja. So ein Wellengang hier, ich finde gar nicht die ganzen anderen Fässer. Egal. Einmal kurz hier. Die Segel drehen. Wie sieht nach vorne aus? Kommen wir da vorbei, so ohne einen Felsen mitzunehmen? Ja. Gut. Schaut bisher ganz gut aus. Kann dir gleich mehr sagen. Na, weil mit die Segel, wenn die ganz unten sind, man sieht überhaupt nichts. Wenn du am Steuer bist. So, bin wieder an Deck. Gut, dann darfst du wieder ans Steuer. Ein paar Kanonenkugeln im Bretter geholt. Ah ja, da passt. Ist das die Insel, wo wir hinwollen, rechts hier? Nö, das ist der Outpost. Zu rechts, links vorbeifahren an der Insel und dann. Das ist ein Outpost? Wir fahren schon noch ein bisschen. Ja. Wer will denn den Schädel nehmen, den wir schon haben, und mal kurz rüber schwimmen? Bitte? Wer will denn den Schädel nehmen und mal rüber schwimmen und abgeben? Oder mit der Kanone? Ja. Nee, geht nicht, ne? Aber rüber schwimmen geht. Ja, mit der Kanone kann man sich nicht schießen, also, wenn man einen Schädel nimmt. Einen Schädel und was sagen. Ja. Ich kann ja den anderen Schädel nehmen und nehmen rüber. Ja. Ich bin wieder da. Wo ist er? Ach, da. Haben wir noch Schädel unten drin? Ja, einer. Hier, Stefan, geh mal schnell einen Schädel holen und rechts nehmen wir uns diesen Outpost. Ich hab'n. Wir fahren eh gegen Wind, deswegen sind wir sehr, sehr langsam gerade. Verkaufen oder was? Ja. Ja. Crooked Masts. Und hoffen, dass jetzt kein Hai kommt, weil man ja doch ein bisschen weiter schwimmen muss. Ja. Naja. Passieren, ne? War das der Fuck?
Nee, 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 alles gut. Okay. War nicht, dass da jetzt andere Spieler irgendwo auf der, auf der anderen Seite sind. Da läuft einer auf der Insel, ist das einer von euch? Ja, da bin ich wahrscheinlich, okay, den du gerade gesehen hast. Ja. Der kam gerade aus dem Wasser, ne? Ne, der ist gerade irgendwo hochgelaufen. Ja, das müsste ich gewesen sein. Ich hoffe es. Gibt's also keine Kohle, ha? Naja, offenbar nicht. Ich habe gerade auch abgegeben. Oh doch, jetzt 333 gehabt. Und Ansehen auf Level 7. Kohle habe ich auch noch nicht gekriegt. Ah, jetzt kam die Meldung, ehrloser Totenkopfschädel verkauft. Aber Gold habe ich noch nicht. Ich auch nicht. Wo ist denn die Meerjungfrau davon? Mein Ansehen erhöht sich gerade auch, also es passt eigentlich. Ah, nur Geld kriege ich nicht. Ja. Ah doch, Gold einmal bekommen. So, 141 nochmal oben drauf. Ja, da denkt man, die haben das mit dem Goldserver mittlerweile im Griff gekriegt, weil gestern lief es ja ganz gut. Gestern Abend. Nee, es ging gar nicht zum Teil beim vielen. Also das, da hast du Schwein gehabt, wenn es gut lief. Bei uns lief es gestern ganz gut mit dem Goldserver. Wir haben dann Gold direkt bekommen und alles. Da aber, da habt ihr Glück gehabt sozusagen einfach. Ah, kann auch sein. Die haben Skalierungsprobleme gehabt, ganz einfach. Die haben einfach so viele Leute. Haben sie, die haben nicht damit gerechnet, irgendwie angeblich. Ja. Okay, wieder am Schiff. Jo. Ich auch. Nee, vorne vor ist die große Insel vor uns. Genau, da vorne ist das, wo Crude Mast. Ja. Ja. Daher, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass sie nicht mit so einem großen Ansturm gerechnet haben. Eigentlich noch den Rahmen von meinem. Was ist ein Bild? Ach, ich guck grad, ob ich meinen Popschutzrahmen irgendwie noch aus dem Bild rauskriege. Ach so. Backbord sehe ich eine Schaluppe. Wir haben nichts zu verlieren. Ja, und weit weg. Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns anlegen möchte. Die Frage ist, wie weit die weg ist. Sie hat gerade. Sie ist da hinten an der Insel. Die kommt aber in unsere Richtung so ein bisschen. Hm? Die kommt aber so ein bisschen in unsere Richtung. Ja. Ja, vielleicht will sie sich ja doch mit uns anlegen. Wollen wir in Infight gehen, oder? Ja, wir warten ja erstmal. Ah, da, jetzt halt. Vielleicht macht er auch sein eigenes Ding, mal schauen. Ja, ich glaube nicht, dass er sich mit uns anlegt. So. Segel langsam hoch. Vorne auch am besten. Der Segel auch von uns weg. Oder? Ne, gar nicht. Ja, wäre blöd, wenn er uns anbellt. Keine Ahnung. Na, lass das hintere Segel noch, jetzt noch ein bisschen. Ja, weil wir fahren gegen Wind, deswegen ein bisschen fort ist nicht schlecht. Das ist mit den Felsen immer so eine interessante Sache, dass man dazwischen durchkommt. Schon jemand in der Nähe vom Anker? Ja, kann ich machen. Schon mal antroppen, aber dann festhalten. So, können wir hochziehen, oder?
So, und rein damit. Na, gucken, wo sie sich hier verschanzt haben. Hier gibt es eine Menge Hühner. Ah, hier habe ich die direkt. Jo. Was ist denn hier? Boah, die geben mir direkt. Auf einen. Schlangen sind hier auch. Ja. Ach, da unten in der Mitte oder was? Ja. Da sind wir mit dem Schiff noch ein bisschen nach vorne, ne? Ach, da sind die. Ne, schießen bringt nichts. Ach, Skelett. Klar, bringt, schießen wir. Pflanzen oder was? Ja, das sind die grün. Echt aufpassen mit den Schlangen. Ach, warum? Die Schlangen kannst du killen. Ja, aber dann vergiften die mich. Kannst du Musik spielen, das ist so ruhig. Schau wieder einer ab, ey. Ah, oh, fuck, der Wichser. Seh nichts. So, der Captain kommt. Schnitzel. Hier ist noch ein Schießpulver vor. Ja, komm, nehmen wir es halt mit. Habt ihr den Schädel? Ja. Ja, ich hab ihn. So, direkt die nächste, wa? Auf jeden. Hallo? Falsch. Karte liegt auf dem Tisch. Ja, es ist aber kein Armsteuer. Na gut, die Segel sind eh alle oben. Also eben kann nicht viel passieren. Armsteuer. Wir können uns höchstens im Kreis drehen. Hab abgestimmt. Einer fehlt noch. Ich halte das Steuerrad. Alle an Bord. Für die Abstimmung fehlt noch einer, deswegen. Ja, einer muss noch warten. Achso, ja. So. Try Rock. Try Rock Island und The Sunken Grove. Eine ist direkt im Norden. Die andere ist da an der Seite, Try rechts. Rock. Okay, Richtung Osten. Nordosten. Ja, Nordost und danach dann Nordwest. Also erst Nordost zur Insel. Okay. Dann war jetzt sogar vier. Kriegen wir vier Schädel. Kurs Nordost passt. Was? Kurs Nordost. Kurs Nordost passt. Achso. Nordost. 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 Kurs Nordost. Ja, schaut gut aus. Ja, noch ein bisschen weiter nach Osten. Ja, genau. Sag Bescheid, wenn es genug weiter nach Osten ist. Da eigentlich ganz nach Osten jetzt. Ich denke, wir sollen nach Nordosten fahren. Da rechts vor uns ist sie jetzt. Ja, wir sind schon ein bisschen mehr nach Norden als Osten gefahren. Wir sind genau nach Nordost gefahren, nach meinem Kompass.
Ja, beim Drehen sind wir wahrscheinlich schon mehr nach Norden gefahren, deswegen passt Nordost nicht mehr so ganz. Wir sind genau auf jeden Fall, wir sind eigentlich über Osten. Kleine hier vor uns. Sehr gut. Wir sind eigentlich über Osten nach Nordost gedreht, also wir könnten nicht zu viel nach Norden gefahren sein. Dann weiß ich auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Egal. Ich würde sagen, Knick an der Optik. Die kleine Insel da vorne ist es schon. Ja. Oha. Da sind dann auch zwei Kapitäne. Oh, war das mittlere schon mal hoch? Ja. Ja, mach das mittlere mal hoch. Ah, sieht man mehr am B. Kommen wir, glaube ich, auch schon hoch, ne? Jo. Ja, mach ich. Das ist auch oben. Nur noch mal in Munition. So, ist jemand am Anker? Ja, ich dropp den schon mal. Dreh noch ein bisschen vielleicht. Sag, wenn ich loslassen kann. Jetzt. Sehr gut. Ah, hier. Auf der anderen Seite. Wir können doch rumlocken, oder? Ja. Ich kann ja euch mit der Kanone theoretisch keinen Schaden machen, ne? Ne. Das stimmt. Geil. Na, die sind zu weit links. Also, seid ihr? Kennst du? Ah, ja. Boah, fuck, ich bin fast tot. Ja, ich musste gerade auch erstmal eine Banane fressen. Was sagen Banane? Ach, mach doch. Captain ist da. Ja. Da, lock die mal weiter hier hin. Oh. Ja, hier vorne, wo ich ein bisschen was sehen kann. Okay, der Captain ballert hier rum mit der Knarre. Ach da, Captain ist tot. Boah. Ja, hier ist noch ein zweiter Captain. Auch tot. Okay, er ist tot. So, wo ist denn der? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ah, okay. Ich hab den anderen. Wunderschön. So, als nächstes nach Nordwesten. War ein Tief. Ich werde mich, glaube ich, nie dran gewöhnen. Ich werde immer nach ganz unten laufen wollen. Mich kurz vor 4. Wofür ist die Erinnerung? Rausgehen. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Echo? Erinnere mich 15.50 Uhr an rausgehen. Okay, ich erinnere dich um 15.50 Uhr. Sehr gut. Es ist schönes Wetter draußen. Und das Kind muss nachher auch nochmal raus. Und da muss ich auch mal raus. Weil das Kind ist erst ein Jahr alt wird, es kann auch nicht alleine rausgehen. So, Nordwest. Ja, wird schwierig dann, ne? Nordwest habt ihr gesagt, sagt er, ne? Ja, Nordwest. Ja, so passt.
Wir jetzt genau einen Kurs auf Nordwesten. Ist das die nächste Insel gleich? Nee, warte. Ich glaube ja. Oh, da war es. Ja, ein bisschen haben wir noch, aber da ist nichts mehr dazwischen. Alles da, dann sehe ich die da vorne. Ah, die große Insel direkt vor uns. Zart. Ich sehe gerade ja neue Zuschauer im Stream. Petzerbub. Ist das einer von unserer Crew? Nee, ne? Nö. Wer? Petzerbub. Mit AE geschrieben. Kenn ich nicht. Nee, dann. Gruß geht raus. Der Gruß geht raus. Das ist schön. Rechts die Insel hier schon? Ja, die rechte hier müsste dann sein. Das muss so Sunken Grove sein. Jo, dann sei hier Hauptsegel hoch. Ja, wir sind irgendwie durch den Wind ein bisschen nach Westen abgedriftet. Ich habe strefflicherweise das Steuerrad losgelassen. Ja, mein Gott. Aber schön, dass sie sowas eingebaut haben, dass es nicht einfach nur gerade ausjuckelt die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Gerade beim Sturm ist das nervig. Wenn er dauernd gegenlenkt. Da aber... Ja, jetzt, Das ist schön. Das ist realistisch. Ein bisschen. Ja, haben sie auf jeden Fall geil gemacht. Dann ist zu weit nach rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich, immer das vordere Segel hoch. Ja, ist oben. Ich hab hier, wir haben hier nur links und auf der anderen Seite die Landzunge und der Rest ist ja Felsen auf der Insel, glaube ich. Das heißt, ich probiere jetzt hier nochmal eine Drehung zu machen, dass wir dann Steuerbord an der Landzunge da drüben haben. Ach so, ja. Deswegen brauche ich auch nicht so viel Fahrt. Ganz entspannt alles. Ja, ich guck mal, ob das hier vorne dann auch alles passt. Ansonsten könnte sich jemand an Anker begeben, falls es alles nicht wird. Ich hab's sicher. Aber das sieht eigentlich gut aus. Kannst du schon mal, wollte gerade sagen, schon mal anlowern ein bisschen? Ziehst du den eigentlich da wieder hoch, wenn der so klack, klack, klack macht? Nee, ne? So, und. Ja, runter. Runter damit. Bitte? Jo, runter. So, hier haben wir auf jeden Fall Schlangen. Also, ich bin gerade echt froh, ne? Ich habe jetzt das erste Mal diese komischen G-Tasten auf meiner Tastatur mit so was Sinnvollem belegt. Für Streaming. Voll gut. Also kann ich nur empfehlen. Kannst du die Szenen umschalten, kannst du Mikrofon, Kamera an- ausschalten drüber. Ich bleib mir ein bisschen an Bord, ne? Ich glaube, die Skelette sind auf der anderen Seite. Na, großartig. Also komplett auf der nördlichen Seite der Insel? Schon, ja. Hier unten. Aber nicht ganz getroffen. Die sind Richtung West-Nordwest. Also muss ich mit dem Schiff noch ein bisschen rumkommen. Ah, verdammte Schlange. Musik spielen hilft. Schlange ist tot. Schlangen kannst du mit jeglicher Art von Musik einlöhnen. Das finde ich ganz gut, dass sie das auch reingenommen haben. Diesen Rahmen übrigens in meinem Stream, ne, den habe ich gestern noch gebastelt mit einem Screenshot von dem Spiel, von dem Spiel hier, wo die Map drauf ist irgendwo. Und da habe ich die Map einfach rausgenommen und den schwarzen Rahmen gelassen. Hm. Ich habe gerade eine Flaschenpost gefunden. Geil! Flaschenpost! Die hole ich gleich. Klar. Oder ich hole sie jetzt eben. Ja, los. Warte mal, haben wir das Hammer.
ich sie gleich mal. Oh fuck. Das schöne Deck. Eine Kiste Kanonenkugeln. Der Captain ist da, Leute, wo seid ihr? Ach. Ich komme jetzt mit dem Schiff gerade rum. Und so Fernandes ist an Deck. Ja, einer ist down. Ah, der andere will sich hier gerade eine Banane reinziehen. Ja, beide kaputt. Das hast du aber schön gemacht da oben. Und platsch. Das könnte man eigentlich... Die Idee war gut. Yes, ja. Die war gut. Das müsste man eigentlich mal klippen. Ja. Feld ist ja 100. Die Idee war gut. So, stopp. Wir sind fertig. Oh, toll. Ja, wenn ihr zu langsam seid. Ich fahre schön langsam. Ich kann aber nicht anhalten, so einfach. Oh, gibt noch eine Karte. Gab noch eine durch die Quest. Letztes Kapitel, ja. Ja. Wir müssen an diesem Outpost hier so eine Kiste Kanonenkugeln abgeben. Wieso hat sie jetzt nicht angenommen? Frage. Frag. Wo kriegen wir so eine Kiste her? Beim Händler, glaube ich. Beim Händler. Ja, dann fahren wir zum Outpost, der ist glaube ich im Westen. Nein, im Osten glaube ich muss er sein. Da wegen der Kiste ist egal welcher Outpost. Nee, Galleon's Grave Outpost. Genau. Ja, aber für die Kiste. Ja, gut. Ja, eben, deswegen da, um die zu kriegen, ist das egal, die kannst du an jeden Outpost holen, die Kiste. Gut. Genau, aber abgeben Outpost, kannst du die nur an den einen. Ist ja auch in der Nähe. Ich brauche bitte mal einen Kurs, Galleon's Outpost. Kann man direkt gleich wieder abgeben. Im Westen ist ein Outpost. Ich brauche Galleon's Grave. Ja, da müssen wir auch hin. Ich hab den schon markiert. Wir müssen im Osten hier. Ich fahr einfach mal nach Osten jetzt. Ich glaube, dass da hinten ist. Ja. Bevor ich von euch eine Koordinate kriege, jetzt immer jeden Felsen hier vorne. Geil. Dabei habt ihr noch nicht mal was hier soffen. Shipwreck Bay. Aber ich glaube, das ist das da hinten oben, wo dieses Schiff da so ein bisschen rausguckt. Ja. Weil die Random-Dinger haben ja an der Beta echt viel gebracht, ne? Diese Flaschenpost-Dinger. Naja. Oh ja. Weiß nicht, wie ist das jetzt hier im Spiel so? Ist auch noch so ein hoher Faktor? Weiß nicht, ich hab noch nicht so viele gehabt. Mal so, mal so. Ach ne, es war nur ein Gewitter. Okay. Ich halte auch ganz gut Ausschau nach dem Raid. Ich auch. Mein Will ist zu sehr, ne? Ja, vor allen Dingen, es fehlen nur noch 10.000 für das neue Schiffsteil. Ja, dann wäre so ein Raid natürlich optimal, aber dafür müsste man da Gold erstmal kriegen. Von den Kisten, die man so abgibt. Na, jetzt fahren wir gerade gemütlich gegen den Wind. Ein bisschen dumm dort, aber egal. So, das kann ich gleich mal noch was testen. Dann kann ich ja mal kurz auf Toilette gehen. So, im Stream müsste jetzt Mucke zu hören sein, das passt schon mal. Oh. Hast du bei dir eigentlich einen neuen Pausenbildschirm eingebaut? Oder ja. Immer noch dampfen? Nee, hab ich. Pass auf. Okay. Ich habe alles ein bisschen auf Sea of Thieves ausgelegt jetzt, weil das wahrscheinlich so ein bisschen das Main-Game wird. Aber man kann ja auch mehrere Szenen-Sets bauen und dann für jedes Spiel ein eigenes entwerfen. Also das passt ja, schon. Ja. Das macht noch übelst Aufwand. So, wieder da. Welcome back.
Danke. So, ich bewache dann das Schiff, während ihr die Schädel wegbringt und rauch mir dabei eine. Oh, warum ruckelt denn das Game jetzt gerade so hart? Hm? Bei mir nicht. Oh, bei mir sind gerade richtig am Abstuhlen, ey. Ja, bei mir auch. Ach du Heilige. Ja, meine FPS sind auch teilweise unter 20. Oh, das Lenkrad macht gerade, was es will, ja. Die werden wahrscheinlich gerade wieder auf einen anderen Server transferiert oder so eine Scheiße. Ah, bei mir geht wieder. Ja, hat sich gerade wieder gefangen, ne? Na, jetzt gehen die FPS wieder hoch. Das ist ja nett, dass hier in der Spotify-Playlist von Sea of Thieves Lordi mit drin ist. Ja, hier müssen wir anhalten, oder? Ja. Ein sehr schönes Lied. We are not bad for the kids, we are worse. Frei übersetzt, wir sind nicht schlecht für Kinder, wir sind schlimmer. Boah. Ich hätte gerne einen Anchorman. Ja, warte, wir tun erstmal. So. So, noch nicht ganz runter. Ja. Stück. Und? Kann ich lassen? Warte. Noch ein Stück. Perfekt. Wir sind gerade sehr langsam, deswegen, aber. Ja, was haben wir hier so ein Dingens? Warte, hier ist gerade so ein Dingens in der Planke. Also jetzt kannst du direkt rumlaufen. Ja, und drop. Aber wenn das mal nicht eingepackt ist, dann weiß ich auch nicht. Perfekt. Perfekt. Da unten ist echt nicht mehr viel Platz, nicht? Das muss ich jetzt mal genauer begutachten. Ja, in der Tat, hier unten sind noch so zwischen Leiter und Schiff so, sagen wir mal, 40 cm. Oh, genial geparkt. Das war Glück. Ach, warum zappelt denn das so hart rum, das Spiel gerade? Also irgendwas ist bei mir ab und zu mal am Rumzappeln gerade.
Banana. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht mehr lohnt, die Kisten zu behalten, wo man 50 Kanonenkugeln oder so reinpacken muss. Weil brauchst du einfach nur mit auf der Insel mitnehmen. Dann kannst du die währenddessen schön vollpacken. Ja, das stimmt. Ich verstehe. Da und brauchst nicht ständig zum Schiff laufen, abladen, wieder auf der Insel. Oh, das ist eine sehr gute Frage, Honey. Da muss ich schon mal gucken. Sorry, ich hab gerade reingequatscht. Weil 300 Gold für 50 Kanonenkugeln, die kann man sich auch schenken, ganz ehrlich. Da kann man besser die Kiste behalten und dafür schneller sammeln. Stimmt, ja. Ich meine, wenn du 300 Schuss hast, ist schon gut. Haben wir eh noch nicht. Ah, das stimmt. Bananenkiste passt nur 6 rein. Halt, du könntest die Kugeln halt oben neben die Kanone hinlegen. Du musst nicht runterlaufen. Das auch, ja. Problem ist dann nur, wenn einer auf dein Schiff kommt und die Kiste mobst. Okay, klar. Ne, dann ist die Kiste weg. Aber an sich, da wäre es gerade auf dem Dreimaster eine echt gute Idee, so eine Kanonenkiste zu behalten. Da eben, damit man nicht immer wieder runterlatschen muss. Weil gerade an einem Raid ist das ja auch so, dass man dann immer wieder runterlatschen muss, wo man keine Kanonenkugel mehr hat. Und in der Zeit hätte man schon wieder ein paar Skelette killen können. Ja, einfach neben sich gestellt und fertig. Ah. So. Au. Haben wir noch Kanonenkugeln auf der Insel? Ich bin ganz oben am Schiff. Oh. Ja, da wollte ich jetzt auch gerade hin. So, ich bin noch einmal vollgepackt. Hier wären noch 3 drin. Ich gucke mal ganz oben, ob sich das überhaupt mal lohnt, hier hochzugehen. Ja. Also die Frage aus dem Stream wegen Spaß am Spiel, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist schwierig nur. Es war vor Release, wurde ja ziemlich viel gemutmaßt, was da noch alles kommt und wie viel Inhalt noch kommt und so weiter. Und dass es ja nur 20% sind. Man muss jetzt sagen, beim Release, das ist jetzt nicht viel mehr, als was man schon so gesehen hat. Also es fehlt das, was so gemutmaßt wurde, fehlt zum Großteil. Soll aber wohl noch nachkommen, aber das sind so Aussagen, die man schon vor dem Release gehört hat, deswegen muss man gucken. Dem entgegen steht aber, dass sie viele Informationen, Inhalte, die sie nicht sicher waren, ob sie es zum Release reinbringen wollen, schon reingebracht haben. Wie zum Beispiel bei der Charaktererstellung diesen Knopf, dass man Charakter favorisieren kann. Da waren sie sich ja nicht sicher, ob sie das schaffen zum Beispiel. Und den Kraken, der hieß ja auch erst, dass der später nachkommen soll. Und der ist aber auch schon drin. Also, ist ein bisschen gemischt. Aber man merkt, dass die sich Mühe geben und liefern wollen. Bananenfass ist auch voll. Alles klar. Ich denke mal, ich hab die Frage. So, ich gehe jetzt nochmal eben einmal ganz nach oben. Da waren noch circa 30 Kanonenkugeln. Jetzt sind da wohl noch 20, okay. Nehme ich an. Ja, ich hab. Also einer könnte noch mit hochkommen. Der kriegt die Taschen auch noch voll. Nimm dann Kanonenexpress. Ich muss mal eben gucken, wo man jetzt hier hochkam. Links. Hier. Ach da. Nein, oder? Doch, hier. Ah ja. Ah, hier sind noch Bananen drin. Hab ich die auch voll. Ich kann die Kanone nicht entladen, ja. Manchmal spinnt's echt noch. Ich kann die nur benutzen. Aber das von wegen Kanone entladen steht nicht dran. Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy. Es gibt keine Bugs im Spiel. Alles Features. Ja. Special Effects. Ich bin auch jetzt wieder vollgeladen. So eine Raid-Insel habe ich schon mal gesehen, ja. War ich gestern tatsächlich auch. Problem war nur, dass die gestern echt enorme Serverprobleme hatten und kein
und den Neu-Login gesperrt haben für alle Nutzer, auch die rausgeflogen sind. Endergebnis war, ich war alleine mit so einer großen Galeone und stand da an der Raid-Insel und hab da ein bisschen rumgeknöppelt, aber ist natürlich völlig sinnlos, alleine da zu stehen mit gegen solche Overpowered-Gegner. Aber es gibt's hier. Und es einmal bringt auch sehr viel Gold und lohnt sich. Wir halten nur die ganze Zeit Ausschau nach einer Raid-Insel, also. Und jetzt hören wir hier Werbung durch Spotify oder was? Ach Gott, also muss ich doch irgendwie mal. Qualitätsversprechen. Schon ab 139 Euro monatlich finanzierst. Jetzt Probe fahren. Also meistens sind so zwischen 10.000 und 15.000 Gold von einer Raid-Insel. Wird schon gut was. Ah, jetzt habe ich mein Geld bekommen. Bin ich bei 61.800. 5,99 €. Wer kennt sich eigentlich von euch mit, kennt sich von euch eigentlich noch mit Spotify aus? So ein bisschen, warum? Naja, wie kann ich in die Werbung umgehen, ohne Geld zu bezahlen? Achso, keine Ahnung. Ich hab mir da Abo gemacht. Ich hab gedacht, für 10 Euro im Monat. Ja, weißt du, was das Tolle ist? Ich hab Amazon Music Unlimited Abo. Aber dieser Streamlabs Chatbot kann halt nur YouTube oder Spotify. Und YouTube ist halt gefährlich, weil da kann die Leute übelste Trollzeug reinschmeißen. Spotify ist da schon ein bisschen gefilterter, was irgendwelchen Schwachsinn angeht. Ja. Ich könnte dir höchstens, dass du mit auf meinen Account kannst, dann kannst du da eine Playlist machen. Ja, ich hab schon eine gefunden, die geil ist, deswegen. Also, ach, du kannst den Account an mehreren Orten benutzen, oder was? Ja, du kannst den mitnutzen quasi. Und das geht auch parallel, nicht, dass wir jetzt irgendwie da in Probleme geraten. Ja gut, ich kann jetzt zum Beispiel dann keine Musik hören, wenn du am Stream bist und da Musik hörst. Das geht nicht. Da aber ich höre eigentlich, wenn dann nur morgens Musik. Und da bist du ja meistens eh am Arbeiten. Totenkopf. Ja? Echt. Oh. Im Westen. Geil. Alles klar, alle aufs Schiff. Jo, alle aufs Schiff, lichtet den Anker. Der ist gelichtet. Ah. Schön gemacht. Boah, ja, ist gut da. So. Endlich Action. Oh. Ich geh mal runter. Ja, ist echt falsch, überhaupt nicht. Aber unten ist kein Loch drin, also. Ist alles gut, ist alles im grünen Bereich. Geil, oh, ja. Ist auch alles gut. Schönen Gruß an den Container, das braune Tier hinter mir ist Rolf. So. Jetzt haben wir viel zu viel Wind in Segen für eine gute Drehung. Ja. Wollen wir ein Sparrow-Wendemanöver machen? Ja, komm. Perfekt. Ja, guck mal, jetzt sind wir genau auf Kurs. Okay, dann. Langsam läuft. Und Gas geben. Jo. Rolf ist mein Stuhl. Welche Insel das ist. Wahrscheinlich wie immer, oder? Nee. Sharkfin Camp? Nee. Wahrscheinlich Hidden Spring. Gibt's da auch so ein Selbstmord? Oder Kiel Howlford. Kann es sein, dass da vor uns eine Schaluppe fährt hinwärts? Oder ein Treibmaster schon da ist? Da ist ein Treibmaster in die Richtung, ne? Ja. Da guckt er hinter der Insel, guckt da ein Treibmaster vor. Oh ja, tatsächlich. Ja, aber der ist, glaube ich, nicht an der Insel. Ich glaube, die ist noch ein bisschen weiter. Ja, manche geben ja ein Autos Namen. Mein Auto hat auch einen Namen. Dein ja, Auto meinst hat nicht, einen Namen. Weil ich kein Auto habe. Ja gut, das erübrigt sich das Problem, ob man dem Ding einen Namen geben muss oder nicht, ne? Genau. Nee, meiner ist einfach nur Dreier. Meins hatte einen Namen, weil witzigerweise. Bist du nach rechts? Naja, ich hab grad gemerkt, wir sind gerade nach links abgedriftet. Ja.
Ja, und da sind ein paar Felsen. Ja. Nee, meins hat einen Namen, weil es. Also mein Auto wird dieses Jahr 14. Ach, wie süß. Das ist süß. Und ist damit ein bisschen älter, so quasi schon. Oh, jetzt ruckelt das Spiel wieder ab hier. Aber was macht's denn? Das ist ja. Zumindest wird dieses Jahr 14. Und hatte auch am Anfang so eine ganz kleine, klägliche, hohe Hupe drin und ist aber eigentlich ein VW Touran, der nicht ganz klein ist. Okay. Und deswegen hat er das den Spitznamen Hilde bekommen, weil es halt alt ist und eine hohe Stimme hat quasi. Hilde! Hilde! Die wilde Hilde! Ja, und Hilde hat jetzt ein Dampferhorn drin, also eine kleine Kompressorhupe, das klingt nicht ganz so schlimm. Das ist auf jeden Fall ziemlich unique und gewöhnungsbedürftig. Viele sagen so, was ist das für eine Hupe? Und die Story ist alt, ja, aber für die Leute, mit denen ich jetzt zusammenzocke, nicht. Sollst arbeiten, Alter, bevor uns ist der Outpost, da steht der Einmaster. Einmaster? Also, ich dachte, ein Dreier war's. Ne, ist ein Einmaster. Das sieht tatsächlich komisch aus. Da ich dachte auch erst, dass das ein Dreimaster wäre, aber... Ist nur eine kleine Schaluppe und die ist auch nicht an dem Raid-Insel. Leute, macht mal die Segel in Fahrtrichtung. Kann sagen. Und so nebenbei. Jo. Wir haben vergessen, die Sprengfässer abzugeben. Die sind hier oben immer noch. Geil! Egal. Da werden wir dann von den Kanonen getroffen werden von der Insel davon, dann gehen wir gleich hoch. Ach, aber die sind warum? Ja oben im Krähennest. Eben, das machen sie keinen Schaden. Im Gegenteil, dann vernichten wir die anderen. Mein Auto wird nächstes Jahr 20, ey. Ne? Was? Mein Auto wird dieses Jahr nächstes, ne, oder ist dieses Jahr 20 geworden. Ja. Doch, 20 Jahre. Na, ob die Schaluppe ja jetzt Panik kriegt, wenn sie uns sieht. Meistens ist es ja so, dass sie total Panik schieben, direkt aufs Schiff rennen und lossegeln, weil sie Angst haben, dass wir die platt machen. Intuitiv einfach mal untergehen lassen. wir müssen Richtung Steuerbord mehr. Ja. Bisschen, ja. Entspannung, alles gut. So, das kann sein, dass das jetzt hier schon die nächste Insel ist. Es kann aber auch sein, dass da eine weiter da hinten ist. Ich glaube, es dauert noch. Ich glaube, ich habe gerade da hinten ein Schiff gesichtet. Ja, da hinten ist eine kleine Schaluppe. Aber, wenn sie uns im Weg ist, wird sie versenkt. Einfach. Die werden garantiert nicht den Raid machen. Vielleicht doch, zu zweit, wie wir letztens. Das schon getickt. Ich habe bei Facebook schon einige gesehen, die, ja, es ist machbar. Den zweiten Raid gemacht haben. Ja, aber ich bezweifle, dass sie da versuchen, wenn dann drei Master stehen, weil sie wissen, dass hier drei, vier Leute auf dem Schiff sind. Das stimmt, ja. Und die haben ja so schon alleine mit dem Raid Probleme genug zu zweit. Die Schaluppe hinter uns hat abgelegt. Das sind zwei Schaluppen. Ah ja, die da hinten. Drei Schaluppen. Auf Steuerbord ist auch noch einer. Am Rumfahren. Ja, ich sehe drei. Naja, die meine ich ja. Die auf Steuerbord segelt aber weg. Ja, genau das. Haben wir noch irgendwas Wertvolles an Deck, außer Pulverfässer? Nö, die uns den Arsch versenken? Drei Pulverfässer. Nee. Boah, ich glaube, das ist wirklich die Insel dahinter. Und nicht die hier. Ja, auf jeden Fall. So, segel wieder in Fahrtrichtung. Damit wir... schnell bleiben. Ah, hier unten schon wieder Fässer. Schon das zweite Mal, dass ich Fässer hier sehe. Oh, die Schaluppe rechts von unten segelt doch nicht weg. Die segelt auch in Richtung Raid.
Ja, die Frage, ob die cool sind oder ob die kacke sind. Das ist mir egal, ob die cool sind, die kriegen von der Schatzkammer nichts. Ja gut, das ist ja. Moment, das ist ja erstmal zweitens, ne? Aber man muss ja erstmal überlegen. Das wäre noch schöner. Man muss ja erstmal überlegen, vielleicht freundet man sich erstmal mit denen an. Richtig, dann hilft er uns. Und danach werden sie weggeballert. Das kann man immer noch machen, weißt du wie? Und spätestens auf dem Rückweg zum Outpost kann man sie noch versenken. Ja. Ja, vom Schatz gebe ich bestimmt nichts ab. Das ist bald, kommt's noch. Weil wir machen die Meisterarbeit zu viert. Wir sind nur zu zweit. Wenn überhaupt. Ja, wir geben dann einfach so einen billigen Silberkelch und fertig. Nee, die können auch 500 Gold bringen. So ein Silberkelch. Ja und? Aber ich glaube, der Schädel aus der Kammer bringt am meisten irgendwie, habe ich immer gehört. Ja, der Garstige oder welcher? Nee, dieser Festungsschädel. Ja genau, der Festungsschädel, der brachte gestern auch, um die 3900, wenn ich mich nicht irre. Ich habe meine Frage, wo ist denn hier? Ach, da ist eine Wolke davor, alles klar. Das hier nehme ich ja nicht. Ist das die Insel? Ja, da hinten müsste die Insel, glaube ich, schon sein. Ja, dann ist sie da hinten Kiel Howl fort. Weil noch einer kommt nicht, dann sind wir am Ende der Karte. Mal Platz. Vorher ist mein Sanctuary Outpost vorbei. Naja, ist hier hinter dem Outpost ist die Insel. Also können wir noch ein bisschen eindrehen. Ja. Sie hat bloß nichts. Ich sehe aber auch kein feindliches Schiff. Okay, ich glaube, die Schaloppe geht doch nicht zum Raid. Die hat abgedreht. Die warten, bis wir fertig sind, um uns anzubefallen. Ja. Schon ist immer verstuft. Mit zwei Mann. Ja, und du könntest uns trotzdem was klauen. Wenn sie sneaky genug sind, geht das. Ja. Ja, aber gerade wenn man die ganzen Chefs an Bord hat, ist man doch dann schon ein bisschen vorsichtiger als sonst. Ja, aber du weißt nicht, wie viele Leute nicht auf ihre Leitern an der Seite achten. Das stimmt. Ich bin gestern auch eine ganze Weile mit jemandem mitgefahren, die haben das nicht gemerkt. Bin dann zwischenzeitlich mal hoch, hab den Anker getroppt und hab mich wieder an die Seite gehangen. Die haben erstmal eine Runde diskutiert, dann Anker geschmissen hat. Das war total geil. Der ist schon gut. Also, da kann man schon Spaß haben. Ja, auch lustig war ja, als einer bei uns im Krähennest drin saß, ne? Genau, also Krähennest geht ja auch. Die ganze Zeit über. Ja, wenn dort jetzt einer macht, der wird ganz schnell, den Löffel abgeben. Ja, ich würde mich auch nicht im Krähennest verstecken jetzt bei uns. Nee. Da, aber die ein Schuss sind... und... Ja, aber das würde ich schon machen. Ich würde mir das Ding runternehmen und... unten ballern. Ich würde genau sagen, ich würde das Fass in der Hand nehmen und nach unten springen damit das Schiff euer Schaden kriegt. Richtig. Ja, das stimmt wohl. Okay. Aus, vordere Segel hoch. Ne, mittlere. So, jetzt machen wir Musik mal auf Pause hier, weil jetzt geht's hier im Spiel richtig rund. Jetzt geht's los. Kommt ja auch Musik im Spiel? Da schießen sie schon. Ja. Und treffen mich. Die Frage ist, gibt es hier auch so einen Safe-Spot an der Insel? Gab es bisher immer. Da zwischen der Türme am besten, aber die sind jetzt auf der anderen Seite. Achtung, Treffer. Ja. Nicht hier runter. Ja, das war Mitteldeck, glaube ich, oder? Nee. Nein, oh, da ist einmal im Kopf vorbei gesegelt. Ach, den hast du. Ja, reparier du mal, ich bleib mal am Deck. Versuch mal die Türme wegzusnipern. So, ganz unten haben sie nur ein Loch reingeballert. Das ist halb so wild. Hier schießt gerade keiner, hier könnte man gut eine Heizung so lachen. Ja, ne, wir sind aber auch zu weit weg. Naja, kann nicht enger drehen. Warte, ich muss vordere, hintere Segel ein bisschen einholen. Ja. Aber die zwei Schaluppen da hinten, haben die Spaß miteinander oder so? Oh mein Gott, sollen sie sich gegenseitig versenken? Die Schaluppen.
Wir müssen einfach ganz nah an die Türme ranfahren. Ich glaube, da ist auch gut. Ja, eben. Da am besten zwischen die beiden Türme da. Deckung. Oh, oh, da war knapp. Oh, fuck, nein. Ich habe Glück verboten. Oh. Das war knapp. Gott sei Dank, ich bin nicht so schnell. Ja, wir sind überhaupt nicht schnell, das ist das Problem. Der ballert uns die ganze Zeit drauf. Ich habe Segel noch mal kurz gesetzt. Wir haben ja genug. Du musst jetzt einmal so nach rechts reindrehen. Dass der uns die ganze Zeit beschießen kann? Nee. Au. Nee, wir holen uns den jetzt einfach. Ich will jetzt an den Turm direkt parken. Naja, genau, direkt. Wenn du hier parkst, kannst du direkt in den Eingang schießen. Für den Raid. So, den einen. Ah, noch nicht. Na dann, drop. Ja, ich droppe den Anker. Oh, dann gehe ich mal auf den Turm drauf und mach das Skelett. So, jetzt treffen wir uns die drei Kanonen, das ist eine gute Idee. Ja, machen wir, machen wir. Nee, machen wir nicht. Der eine ist weg. Ja, der ist fast mit explodiert. Ja. Der zweite Turm ist auch weg. Ich gehe mal zu dem hinteren Turm. Solange hier kein Wasser reinläuft, ist alles gut. Huch! Es hat gerade geruckelt, jetzt bin ich irgendwie weit über die Insel geflogen. Oh. So, von hier aus können wir aber nichts erreichen, ne? Ne, hier vorne wäre besser gewesen, wo es ja offen ist. Ich könnte mal vielleicht versuchen zu drehen. Kann ich machen, ja. Ja, du musst halt einfach, oder du stellst einfach die Skelette einfach her zu. Ja, der Turm hier ist auch da sauber. Da gibt's ja quasi einen Eingang. Da komme ich hin. Genau, es ruckelt manchmal ganz schön hart hier, muss ich sagen. Fuck. Das war gestern nicht so. Oh, den Anker, ey, bis man den mal alleine hier oben hat. Ja, das dauert ein bisschen, ne? Du brauchst ein bisschen Geduld. Ich bin auch gerade gestorben. Lächel da. Crush die Halte getriggert. Komm, dreh schneller, du. Ich komm aber eben auch aufs Schiff, weil ich habe keine Kugeln mehr. Also keine Munition mehr. Gibt's auch in den Türmen meistens so eine Kiste. Ja. Also ja, Torhaus-Turm, ich war am Strand und der Strand ist voller Skelette. Achso, das ist nicht gut. Konnte ich mir jetzt keine Munition dann holen. Jetzt ist er nicht mehr voller Skelette. Also das Gerunkel geht mir heute ganz schön auf den Keks. Hab ich so einen Ping oder was? Ich muss mal kurz die Einstellung mal gucken, ob ich das mal anzeigen lassen kann. Ne, der Ping ist eigentlich in Ordnung. Das sind die FPS, die manchmal einbrechen. Na, Ping von 80 und FPS von 100. Ich habe keinen Limiter drin und nichts. Ich glaube, ich muss mein Spiel mal ein bisschen leiser stellen, irgendwie. Die Musik ist übelst laut, ne? Ja, irgendwie ist das gerade richtig laut. Oder zumindest die Musik. Aber die Game-Musik runterstellen auf 50, das reicht. Nee. Weil ich hab die mittlerweile auf 25 stehen. Bringt nichts, warte mal, das ist nicht Game-Musik. Wo denn jetzt hin? Hä? Doch, ist Game-Musik. Aber die wird automatisch. Das ist übelst dumm, die Game-Musik wird leiser, wenn du das Menü aufmachst. Ja. Wo willst du denn jetzt mit dem Schiff hin? Quasi hier vor dem Eingang. Ach so. Oh, der offene Eingang. Ja, ich stell mich mal am Anker. Ich drop den schon mal. Ja, aber. Nein, noch nicht. Ja, Priest. Ja, nein, ach, schon. Ja, nee, sorry. Oh, wir werden da hinten beschränkt. Sind wieder. Ja, da hinten im Turm sind wieder Skelette. Ja, ich bin da. So. Kannst droppen.
Perfekt. Alter! Ich hab aufgehört zu schießen, ich hab ihn glaube ich getroffen. Ach, hier ist er. Okay. Die Stelle ist eigentlich kacke. Na ja, geht, alle in die Mitte locken und dann. Gib ihm. So, er ist jetzt mit dem Turm da, soll ich ihn dabei rausholen? Gucken. Ja. Ich hitte den eigentlich die ganze Zeit, ich krieg die Animation, dass ich den hitte. Jetzt nicht. Ja doch, ich glaube das Skelett ist down da oben. Ja, da ist keiner mehr drinne. Guck mal gerade eben. Bin nämlich gerade da. So, wir brauchen einen Tank in der Mitte. Kein Skelett mehr. So, dann los. Muto, du bleibst an Bord. Jo. Sehr gut. Ja, Bananen könnte ich, hätte ich eigentlich einpacken sollen. Ah, hier. Ich gehe nochmal ganz kurz Kugeln holen. Au! Was war das denn? Da war ein Fass noch oben, hab ich nicht gesehen, sorry. Das hat weh getan. So, nächste Welle. Drei Bananen weggefuttert, ey. Ja, hier sind noch welche in dem Fass. Ja, ich gucke gerade mal, wo die Munitionskiste ist. So, pass auf, die kommen aus dem Gebäude raus. Ah, hier oben. Cool. Alter! Drei gegen einen, ey, unfair. Nächste Welle. Ah, oh, hier hinten. Oh, da kommen sie alle. Oh, ich hoffe, du siehst das Sprengfass, was ich da hingestellt habe am Gebäude. Oh, ja. Also, falls sie da rauskommen. Da oben, ja, ist da. Boah, Alter. Danke. Jo. Kein Problem. Links. Da, pass auf, die kommen hinter dir, Stefan. Out of Cannonballs. Komm her. What? Ah, hier. Warte. Also, wo der Stefan rumläuft, dann kann ich nicht hinschießen, da ist so viel Holz dazwischen. Ja, ne, alles. Die waren auf einmal hinter mir, die Säue. Was macht denn die Schalucke? Oh, Schattenskelette. Ja, die müsste man aber eigentlich so kriegen. Am helllichten Tage? Ja. Ja, da braucht man kein Licht, nur nachts braucht man die Lampe. Next round. Ah, hier unten. Komm hier unten an der Seite. Oh, perfekt. Oh Mann. Sehr geil. Keine Kanonenkugeln. Ja, Welle ist eh down. Packt euch Muni, neue Bananen. Achtung, goldene, ab ins Wasser. Einfach in Wasser reinlaufen lassen, dann passt das.
Ja, warte. Erstmal. Da komm hier hin, Stefan. Ja, die. Ich will dich auch nicht unnötig stressen, aber so eine Schaluppe kommt hier in unsere Richtung. Ja, warte, ich komm aufs Schiff. Ja, komm mal, geh an Bord. Da, ich geh ans Schiff, da sind ja eh gerade nur Goldene. Perfekt. Schön. So, da hinten ist noch einer. Komm weiter zurück, weiter zurück. Au, hä? Ah, von hinten. Ja, aus dem Ding jetzt irgendwo so raus. Ihr müsst ins Wasser locken, Alter. Schön. Okay, die haben gerade da hinten. Warum setzen die denn da hinten den Anker? Ich weiß es nicht, die beobachten wahrscheinlich erstmal, bis wir fertig sind. Ja. Oben im Turm sind noch welche drin, sehe ich gerade. Ah, da kommt einer. Ja. Kannst übrigens auch einen Eimer Wasser mitnehmen bei den Skeletten, na? Das funktioniert auch. Ja, Welle Ende. Ah, da hinten sind wieder die. Jo, ah. Suto? Ein bisschen weiter hoch. Tiefer? Ja, das ist ein Fels. Ja, warte. Aber die bewegen sich, glaube ich, noch. Oh, stark. Schön. Wunderschön. Grün wieder. Das ist aber schnell, ne? Oha. Ja, hier ist er. Au, ach, von hinten. Leute, ich brauche Hilfe. Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin gleich tot. Wo bist du? Ich hab gerade einen Kopf gesehen oder so. Keine Dingens mehr. Ja. Och Mann. Der kommt aber ganz schön nah, ne? Ja. Wenn es hart auf hart kommt, dann Einfach sagen, wenn wir kommen sollen. Ja. Ich feuer mal einen Warnschuss in deine Richtung. Die nächste Welle beginnt. Ah, jetzt setzen sie Segel. Jetzt haben sie wohl gemerkt. Schatten. Die halten immer noch auf uns drauf. Na, jetzt drehen sie ab. Die erwidern das Feuer. Fuck, Leute! Ja, da. Boah, ey. Die haben mir wehgetan, du. Boah. Oh, der ist ja echt nah dran. Sag Bescheid. Ja, mach du mal da auf der Insel weiter, Rudi. Ich kümmere mich hier um die Schaluppe. Grüne. Alle in der Mitte sammeln. So. Schießen die Gegner? Naja, so ein bisschen. Aber wir haben ja auch angefangen. Boah. Ein Warnschuss. Ey, was halten die denn aus? Das war eigentlich auch gehört. Ich geh mal runter, guck um die. Oh ja.
Sag Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Alles gut. Ja, du weißt. Ja, ich hab die Vermutung, dass sie gleich hinter uns den Anker werfen und uns von hinten beballern. Ja, die machen sie, die beballern uns von hinten, aber die werfen keinen Anker, die sind dumm. Achso. Wenn's dazu kommen sollte, ich pack mir hier ein Pulverfass und wenn nicht alle schon verballert wurden. Nee, also oben müssten noch welche im sein. Im Tränennest haben wir auf jeden Fall noch zwei, ne? Auf jeden Fall, ja. So, die drehen da hinten um. Und die wollen unser Heck wieder angreifen wahrscheinlich. Ich hol mal. Ja. Wieder diese Pflanzendinge. Schon mal aus dem Krähennest. Gleich rüber und baller die weg. Nee, wie gesagt, schon mal aus dem Krähennest zu nehmen. Nein, nein, Hilfe! Kann man mal kurz aus dem Schiff schießen? Nee, leider nicht. Schlecht. Weil ich bin gerade unten. Warte. Boah, Alter, die tun richtig weh hier. Ja. Ja. Plane. Komm ins Wasser. Scheiße, keine Muni mehr. Warte, ich brauche eben neue Kanonenkugeln. Ich versuche mal mit dem Sprengfass. Ich schwimme gerade mit dem Sprengfass zu denen hin. Passt, die treffen unten. Die haben unten getroffen. Ich komme an Bord, ich komme an Bord. Hallo. Naja, would you please kill me? Heile. I have a nice present for you. What about this? Yeah, come on. Shoot me, please shoot me. Hä? Ich glaube, ist einer auf Bord bei uns. Ich wurde gerade auf Bord gebracht. Oh, fuck, ey. Oh ja, ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Ja, ich sehe ihn. Also, ich habe jetzt ein Pulverfass bei denen auf Bord hochgejagt. Sehr gut. Dann sollen die jetzt untergehen. Na toll. Oh, wir sind drei tot. Na toll. Crossi, es hängt alles an dir. So, ich komme. Meine Tür geht auch gerade auf. Jo. Das bin ich. Pass auf, der ist unten. Boah, hier, ja, da. Da hoch oder? Der ist in der Captain's-Kajüte. Wir haben ja nichts, oder? Nein. So, ich bin wieder an Deck. Da ist noch einer, glaube ich, hinter uns. Nö. So, der ist down. Geht der ein scheiß fucking Schiff unter? Weiß nicht. Na warte mal, schieß mich mal rüber bitte. Das Ding geht gleich unter, oder? Ah, ihr trefft oben drauf, ne? Ihr müsst. Klaut ihm noch was, wenn ihr da seid. Ihr müsst, ja, ihr dürft nicht aufs Oberdeck schießen, dann geht er nicht unter, ne? Da ist einer auf dem Schiff. Von denen. Ja. Ah, der kommt zu uns gefahren. Ah, scheiße, der hat mich gekillt. Ich hatte nur Half-Life. Auf unserem Schiff? Boah, die wollen es aber wissen, die Bauern. Noch zur Hilfe? Ja, das sind zwei. Ich bin mit dem Fass unterwegs. So, deren Schiff, die drehen ab. Ja, die drehen wieder ab. Ist noch einer auf der Insel und. Ich bin auf der Insel, ja. Okay, warum tut sich da nichts mehr? Ja, ich weiß nicht, ich finde ihn da nicht ein. Der hat versucht, mich zu snipern mit dem scheiß Fass an der Hand, das ist ungünstig. Ach, da. Leider, zu hoch. Perfekt. Müsste neue Runde kommen. Nee. Na, ich sehe auch noch keinen. Ja, lauf mal. Jetzt kommen sie aus dem Ding, einer. Hallo. Haben die jetzt ab da hinten mit ihrer Schalluppe, oder?
Gut getroffen. Die fahren offenbar. Ne, die drehen. Weg. Schwer zu sagen, ob die wegfahren. Ne, die drehen. Ich bin oben gerade im Nest. Neue Runde, aber ich weiß gerade nicht, wo sie herkommen. Ja, oben aus dem Turm kommen sie, oben aus dem Turm. Ja. Okay. Ich sehe sie auch runterrennen. Schaluppe hält wieder auf uns zu. Ja. Wo bist denn du? Bist du bei denen im Krähennest oder was? Nee, ich bin bei uns im Krähennest. Ich versuche mal wieder zu denen zu sneaken. Ach so. So. Du müsstest eigentlich erstmal. Ja. Ich glaube, die wollen uns rammen. Ja, ja. Die halten genau auf uns zu. Goldene Dinger. Nee, die wollen wieder hinter uns. Ah, viel zu hoch. Ganz knapp. Ich hab deinen Anker geworfen. Ich bin auch down. Aber deren Anker ist unten, das. Ja, habe ich gemacht. Aber der Stich. Du könntest halt nicht beschießen von hier aus. Ja. Schade. Ist noch einer auf der Insel? Ich bin gerade runtergegangen. Aber ich bin gerade tot. Ich gehe gleich wieder auf die Insel, ja. Ja, nicht, dass die da enttriggert werden und wir das alles jetzt hier umsonst machen. Nein, nein, nein. Alles gut. Die resetten nicht. So. Okay, bin durchgegangen. Ich gehe jetzt gleich wieder auf die Insel. So, ich bin jetzt gleich auch wieder auf dem Schiff. Ist der Scheißschiff einfach versenkt? Ich glaube, wir schlagen weg, oder? Sie haben mich getötet. Ich bin grad... Ja. Oh Mann, du verdammtes Ding. Brauchst du Hilfe am Schiff? Alles gut. Wir müssen die runterkriegen. Die gehen mir gerade tierisch auf die Nerven. Ja. Wir kümmern uns erstmal nur um die Gegner. Die Skelette auf der Insel warten hier auf uns. Ja. Ha, den habe ich einmal erwischt. Ja, der ist tot. Schön, immer drauf ballern, immer drauf. Ah, jetzt haben die gut kassiert. Da ist wieder einer auf der Insel. Ja, ich geh jetzt hin. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Ja, ich suche ihn gerade. So, ich geh mal auch auf die Insel. Oder? Hier unten schwimmt ein Hai rum. Ich bin an der Kanone. Wenn hier unten ein Hai rumschwimmt, ja, unter uns, dann ist einer von denen. Oder war einer von uns kürzlich im Wasser? Ich war gerade im Wasser, ja. Ich war jetzt, bin auf die Insel gespannt. Nee, aber da kommt ja kein Hai. Ich habe hier gerade eine Kanone gehört. Jetzt kommt wer, oder sind die Skelette? Diese Goldskelette. Ich glaub, die Jungs da hinten fahren jetzt weg. Ja, die zeigen immer noch Heck zu uns, also die drehen nicht runter. Ja, die haben wohl gemerkt, dass sie keine Schnitte haben. Dass das nichts bringt. Ja, oder die haben keine Kanonenkugeln mehr. Tja, wir haben genug davon, oder? Nicht mehr so viele. Ja, wird. 70 haben wir noch drin. Also wir haben die Hälfte schon verfeuert. Ich geh mal wieder rüber zur Insel. Ja. Jo. Ich halte dabei der Ausschau. Ein bisschen nach der Schaluppe. Soll hier irgendwo noch Bananen liegen? Bestimmt. Ah, das ist dein Ernst. Ich gehe in den Turm hoch. Ich mach das.
Da ballert doch nicht die Kanonenkugeln dafür weg. Was schon, das war nur einer. Na, hier ist aber noch einer. Ja, machen kaputt. Die kommen in den Turm. So, der Turm ist... Oh, der ist der Captain, El Capitano. Der bringt raus. Der kommt jetzt hier. Hey, oh, ich komm. Da einer muss immer ein bisschen nach der Schaluppe gucken. Stark, stark. Ja, ich muss mal einen rüber. Ist der Kapitän down? Nee, noch nicht. Der ist hier bei mir. Ach, da. Oh, keine Kugeln mehr, fuck. Schaluppe ist nicht mehr zu sehen. Hoho. Jawohl. Der hat geschlossen. Ich hab ihn. Schlüssel haben wir. So, einer muss dann auf dem Schiff bleiben und gucken, dass kein Schiff kommt. Umgehen gucken, ja. Ja, die Schaluppe kreist da hinten schon wieder in unsere Richtung. Ja, ja gut, die haben gesehen, dass der Schädel jetzt weg ist, dass wir kaputt haben. Oh, das schön. Lohnt sich. Ja. Oh. Das schaut richtig gut 10.000 aus. Macht mal ein Screenshot, wie das aussieht da drinnen. Ja, warte. Zu spät, ich habe die Festungstruhe schon. Egal, gut, dann raus damit und da. Die kommen zu uns, die wollen abgreifen. Da machen wir einfach auf dem Schiff, machen wir ein Screenshot. Ja. Ja, am besten bleiben zwei am Schiff, behalten die Leitern im Auge, dann kommt er nicht hoch. Und zwei holen die Kisten und so. Ja, warte, ich hol die Kisten noch mit. Sonst, wenn ihr Hilfe braucht, einfach. Einfach schreien. Naja, wie gesagt, die kommen immer näher. Und die wollen nicht spielen. Da müssen wir die versinken, ganz einfach. Die nerven. Problem ist bloß, ich krieg die Kanone nicht weiter rum. Ich hole mir nochmal eben Bananen und Munition. Aber nicht, dass die auf die Insel jetzt gehen, gell? Ja, eben, kann auch passieren. Das wäre das Gefährliche eigentlich. Bleiben zwei. Tragen die Schätze rüber. Zwei. Von denen schwimmt er noch hier. Von denen schwimmt er noch. Okay, ich gehe Munition holen. Der hat mich gekillt. Ach, der ist doch noch im Wasser, der kommt. Einer ist im Wasser, ja. Ja, der hat mich gerade gekillt. Der schwimmt jetzt auf die Insel. Der schwimmt hinterm Schiff. Geht rechts hoch. Rechts auf der Insel geht er gerade hoch. Die wollen was klauen. So, der schwimmt unterm Schiff irgendwo. Ja, da habe ich ihn. Ah, der wird vom Hai angegriffen. Ist schon mal gut. Der kommt aufs Schiff, aber ich hab den erwischt. Ist er tot? Ja, der ist tot. Hey, der andere kommt auf der linken Seite hoch. Oh, ich komme. Da ist die Schaluppe wieder. Ich geh mal eben nach unten, pass hier mal kurz hier auf. Gucken ob Ah scheiße, keine Planken in der Tasche. Ja, wir müssen das Ding da entladen, ey. Da ja einer müsste Wasser mal eben. Ja, danke. Ich mach das, mein ich. Ich bin wieder auf der Insel, weiter einsammeln. Bitte ja. Nicht, dass die uns dahin laufen. Aber der eine war ja gerade tot, oder? Oh. Dann kann der andere. Der andere muss ja das Schiff steuern. Der Ender lenkt das Ding auf jeden Fall, ja. Ach, kann mal einer so ein Schaltei hier? Ja, auch für. Achtung, hinter dir. So, der ist tot. Der mit seiner Schaluppe hat schon so gedreht, ne? Die wollen jetzt die ganze Zeit beschäftigen, ja. Sagen die sich. Sagen wie viele viel Schätze sind denn da noch drin überhaupt? Ah, es sind schon noch einiges.
Fossi, hältst du kurz Stellung? Ich gehe kurz mit rüber, damit wir schneller das Zeug rankriegen, ja. Ja, ich guck gerade, ob ich hier irgendwo eine Meerjungfrau sehe, ob hier irgendwo einer wieder rumschwimmt, aber... Da war vorhin eine Meerjungfrau, so aber das sind zu nah dran, glaube ich. Ne, gerade war auch eine Meerjungfrau da, als der eine drüber geschwommen ist. Da, die waren schon weit genug weg. So, aber die kommen wieder auf uns zu. So, hier hinten ist Tee. Ein paar Kanonenkugeln. Das sieht ja schön aus. Oder? Was sagst du? Sieht ja schön aus hier. Oh ja, das ist geil. Die versuchen. Aber ich glaube, die haben gerade am Schießen. Der war getroffen. Ja. Das habe ich von hier gehört. Wieso dabei drehen, ey? So, ich gehe mal eben mal kurz runter. Gucken, ob hier. Ja, noch schwimmt, ne? Guck mal. Da scheint aber keiner rüber zu schwimmen. Ich sehe kein Unterwasser. Ja, die wollen wahrscheinlich an unseren Schatz dran. Klar, wenn die. Ja, ganz ehrlich, was hat denen das jetzt gerade gebracht, einfach hier vorbeizufahren? Die haben ja nicht einmal geschossen. Ich habe eine übelst wahrscheinlich gute Idee. Auch keine Kugeln mehr. Wir machen nachher die Abladetaktik, wie wir das letztens gemacht haben, quasi. Ja. Wir bleiben einfach immer in Bewegung und einer springt immer mal ab und gibt was weg. Kann man sich eigentlich auch mit dem Schatz wegschießen? Nee. Nein, geht leider nicht. Ah, schade. Okay, die halten wieder auf uns zu. Eine Kiste mit seltenem Tee. Ladi da. Oh, getroffen. Na schön. Naja, die halten sich weg. Ist mir ernsthaft, die Festungstruhe in der Kapitänskajüte? 5 Sachen. Ja, ich hab die jetzt einfach nur da reingestellt erstmal. Okay. Okay, die drehen ab. Wir haben nur noch 30 Kanonenkugeln, ne? Also wir müssen aufpassen. Ja, beziehungsweise 5 Sachen 40. Liegen noch da. Wir sind gleich da. Alles klar. Eins, zwei Mal laufen. Ja genau, jetzt laufen 3. Ja, ich bin jetzt mit am Laufen die ganze Zeit, weil die jetzt nicht mehr irgendwie... Ja, gleich können wir abgehen. Die fahren wieder auf uns zu. Ja. So, aber die Kanonen kann ich sie gerade nicht treffen. Hier vorne die ganze Zeit. Wo hast du denn die Festungstruhe hin? Versteckt. Hm? Achso. Ich pack die nicht irgendwo oben in die Kapitänskajüte, also ohne Scheiß jetzt. Ja, ist doch egal jetzt, wenn die kommen. Ja, aber die brauchen kommen. Wir brauchen mal immer unaufmerksam sein und da ist die teuerste Truhe, die wir haben, weg. Danke. Ich wollte hier den Festungsschädel weg tun. Der ist wichtig. Ja, den können wir auch noch verstecken. Die schießen wieder. Oh, schlecht. Ja, warte, ich gehe auch noch mal kurz auf die Insel. Ist noch was drin? Ja. Sind nur noch so Kleinigkeiten. Ja, ich komme. Da hat sich gerade einer rüber geschossen. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich hier auf dem Schiff gleich Besuch. Haltet die Leitern im Auge. Da ist er, da unten. Ich sehe ihn. 3 Sachen liegen noch hier. Linke Seite vom Schiff. Ich gehe Munition nachholen. So. Soll der kommen? Der ist tot. Sauber. Nee, der schwimmt hier rum. Ich bin tot. Fernandes, vor dir, pass auf. Er ist tot. Okay. Alles klar. So, ist Schatzkammer leer? Nee, 2 Sachen liegen noch da. Well, what's the matter with you guys? You won't get nothing of our treasure. Was ist denn die Schaluppe we jetzt? We fought for it, you didn't. So, ach, get the fuck off. Hallo? We will kill you all the time. It gets boring for you, I guess.
Schuss von dir, Shit, man. Da liegt noch so ein Sprengfass. Egal. Jetzt nicht. Abbauen, ja. Jetzt nicht. Abbauen. So, das oben kann es doch nicht. Das ist verletzt. Scheiß auf das Sprengfass. Das sind 200 Gold, wenn überhaupt. Ist ein Heil. So, wir drehen ab. Wo? Nächster Outpost. Wo ist der? Haben wir alles? Schnell, schnell, schnell. Ja, wir haben alles. Nächster Outpost. Ja, wir haben alles. Richtung Osten. Ja, Sanctuary, ne? Da hinten ist der scheiß Schaluppe. Ja. So, Anker hoch. Ohne Jawohl. Anker kommen wir nicht voran. So, Knutto, übernimm du Steuer. Ja, gleich. Alles klar. Ich hab schon mal ein bisschen eingelenkt. Wir fahren an dem Outpost vorbei, zwei Leute springen, wenn wir ganz nah dran sind, ab. Erstmal die zwei ganz seltenen Teile. Bevor aber jemand dort irgendwas abgibt, wird geguckt, ob Camper da sind. Wir fahren um die Insel einfach im Kreis. Ja. So, die Dudes sind da hinten mit ihrer scheiß Schaluppe. Ich hab die jetzt beide auf der Fähre des Todes, bisschen geflamed. Ja. Einfach unseren Schatz klauen, weißt du? Vor allem, Raten sich hat denen das Ganze überhaupt nichts gebracht jetzt. Aber der Trick ist, man muss es ja probieren. Ne? Ja, aber. Wir hätten es auch probiert, wenn da schon jemand gewesen wäre. Sind wir ja mal klar, ehrlich. Weil die meisten sind mega unaufmerksam. Vor uns eine Schaluppe. Vor uns? Ja, vor uns fährt auch eine. Aber ich denke mal, die wird sich nicht mehr bewegen. Boah, ich habe gerade FPS-Drops auf 8. Ja, bei mir gehen sie auch gerade wieder in den Keller. Jetzt sehe ich die Schaluppe hinter uns weg. Und der Ping ist auch über 100. Das hat mit dem Ping zu tun. Die Serververbindung ist scheiße. Bei mir auf 60. Schalupp, die FPS waren gerade ziemlich im Keller bei mir. Das ist bei mir immer parallel. So, pass auf, bevor jemand mit irgendwas da drüber geht, erstmal gucken. Du mal einfach die Segel einholen, fahren langsam vorbei. Ja, genau. Hauptsegel hoch. Du musst ja nicht drumherum fahren. Können wir dann variieren. Also einfach nicht den Anker werfen. Dann sind wir flexibel. Genau. Nur das hintere Segel unten lassen und dann ist alles gut. Aber ich glaube nicht, dass hier am Outpost jemand ist. Nee, glaube ich auch nicht. Ich sehe nämlich auch keine Meldung drauf. Kleines mit und springt mal hin. Ja. Irgendwie. Keine Ahnung, so ein Silberkelch oder so. Ja, ja. Ja, ansonsten sieht das so ganz gut aus, ne? Wenn das hier so bleibt. Übrigens, neben der Insel schwimmen Fässer im Wasser, habe ich gerade gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Versuch einfach mal so Richtung im Steg, da können wir auch gleich was abgeben. Ich wollte gerade sagen, so grundlegend ist, wenn die Kinder da ist, die sind alle weit genug weg, können wir auch anhalten. Genau. Anhalten und ganz schnell. So, ihr könnt hier vorne am Steg anhalten, das ist der kürzeste Weg direkt hier. Ich bin da drunter, du musst gerade selbst einen Anker werfen. Okay. Ich habe den Festungsschädel. Ja, die Festungstruhe habe ich auch schon abgegeben. Naja, fast. So. Oh, Level 10 Goldsammler. So, nachdem wir alles abgegeben haben, muss ich mal ganz kurz zur AFK. Ich auch, ey. Ich denke. War aber ein guter Raid. Ja. Auf jeden Fall. Ich rentiert. Der war mal ein bisschen spannender. Kriegt ihr gerade Geld? Nö. Nö. Ich hab mal nichts bekommen, zumindest keine Anzeige. Naja, aber ich kriege Level. Ja, das kriege ich auch. Ich ab und zu mal.
Ich überhaupt nicht. Aber ich kriege halt kein Gold, dafür Level. Na fuck, ich habe jetzt gerade einen Schädel abgegeben, der wurde mir noch nicht angezeigt. Mal gucken. Jetzt lassen wir es in Ruhe, wir sind auch Idioten. Oh, jetzt kommt Gold. Oh, jetzt kriege ich Geld, ja. 600? 2000, das war der Schädel, glaube ich. 600 oder die Kiste. War, 600 war der komische goldene Ei. Stimmt, das war das erste, was wir verkauft haben. Ja. Na, da 4000, das war glaube ich der Schädel. Oder die Festungstruhe. Da war die Truhe, wenn das als zweites kam, war das die Truhe. Das kam bei mir noch nicht, siehst du mal. Bei mir auch noch nicht. Ja, bei mir kam noch gar nichts an Gold. Da aber, ach, da kann ich doch hier gar nicht abgeben. Ich war auch gerade falsch. Ich habe mich auch so vertan. Ich habe auch noch kein Gold. Ah, da kommt das erste. 589, 914, 620. Ja, hab ich jetzt auch gerade gekriegt. So. Ich glaube. Die Kiste mit Tee müssen wir auch noch verkaufen, ne? Ja, Tee auch verkaufen. Was, oder? So, hast du noch unten irgendwo was versteckt? Oder? Nur die große Kiste eigentlich. Ja, alles klar. Die Sprengfässer können wir noch hinten mit abgeben. Ja, stimmt, ja. Da ist glaube ich noch eins oben. Ja, yeah, welche Aussicht? Ich bin gerade unter dir an der Leiter. Keine schöne Aussicht. Ich glaube, hier ist eh nur ein Fass. Tatsächlich. Ja. Ja, die anderen habe ich rübergebracht auf deren Schiff. Oh, ich habe den Matron. Ach, ach ja. Aber bei dem Ding jetzt bei der Festung waren noch welche, also wenn man das. So, also ich habe noch kein Geld bekommen. Oh, jetzt kam gerade 1400 und ein bisschen was davon und davon. Ich habe jetzt 7900. Schaluppe hält auf uns zu. Oh, jetzt können wir die endlich mal vernichten. Ja, mit voller Feuerkraft. Haben wir alles veredelt, was wir veredeln wollten? Ah, oh, wir hatten Anker geworfen, ich dachte. Egal. Mal. Anker runter. Ey, hoch. Dass wir die abschießen können. Kommt. Oh, ich hab enorme Lecks gerade. Wir haben es gerade richtig eingebaut. Okay, dann Segel setzen, oder? Die machen wir. Wir haben aber noch, auf dem Schiff? Wir haben nur noch 10 Kanonenkugeln unten drin, ne? Ich wollte es nur gesagt. Ja, lohnt sich nicht. Wir haben alles abgegeben, wenn dann. Wir fahren jetzt gerade schön auf dem Felsen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Toll. Ja, aber dumm. Ne, wir sind. Okay, ich hier schon unten, bin schon unten. Komm, wir fahren einfach weg. Ja. Wir müssen erstmal unsere Vorräte wieder. Wie sieht das eigentlich aus? Wie viel von also haben wir irgendwas? Haben wir noch irgendwas zu viel, dass es sich nicht lohnt, das Schiff zu versenken, unseres? Bananen. Nee, nee, nee. Haben wir 70. Planken 84, also okay, davon also hätten wir zu viel, aber wir haben nur 11 Kanonenkugeln. Na gut, aber das ist die Kanonenkugeln kann man auffüllen, ne? Bei mir kommt es immer noch Zeug nach. Sorry, ich konnte gerade nicht zuhören. Ich muss jetzt doch nicht AFK. Ich habe gerade schon alles soweit. Okay. Ich sprinte mal eben einen Rauch. Ja, das hatte ich nämlich jetzt auch vor. Schießpulver fast verkauft kam jetzt bei mir auch, ja. Es kommt alles noch gerade nachgerödelt. Das hat gerade echt. Ich habe ja FPS-Einbrüche vom Feinsten gerade. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich 70 normal.
Bis gleich. Ein Ping auch von 70 und wenn es einbricht, habe ich einen Ping über 100 teilweise und ein FPS. Na, an sich kommt der Gold bei mir langsam auch alles an, außer die 4000 für die Truhe und für den Schädel da. Die sind noch nicht. Ja. Und auch so einiges noch nicht. Ich bin erst bei 53.000, also ich habe erst 2.000 bekommen. Ich bin immer noch bei 7.900, also ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 1.000 Gold bekommen oder so. Ja. Toll, geiler Raid. Ich bin clever da, ich bin auch mal kurz AFK. Irgendjemand muss mal das Schiff linken. Ja, ich kann gerade nicht, ich bin gerade am Rauchen. Na, warte, mache ich. Ich denke mal, man bräuchte sich nur neu einloggen, dann hätte man wahrscheinlich das ganze Gold. Gehe ich mal von aus. Ja, im Endeffekt später, gestern kam es ja auch im Nachhinein noch. Ja. Also mach mir keine Sorgen. Aber der Raid diesmal war richtig spannend mit der Schaluppe dahinter noch. Oh ja. Ja, sonst die letzten drei Raids, da ist überhaupt nichts passiert. Da braucht man nicht viel aufpassen, da konnten wir so den Raid machen. Mhm. Ja, und diesmal, ja. Zwar hat denen dann überhaupt nichts gebracht und die waren auch nicht wirklich ein Gegner für uns. Aber die waren schon echt schwach. Ja, zu zweit und dann immer so angreifen, dass halt einer immer am Schiff ist, alleine gegen vier ist halt immer ein bisschen schwer. Ja, und ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Mit einer Schaluppe, wenn da ein Dreimaster steht, dann weiß ich doch, okay, da sind mindestens drei Leute. Ja, und dann greife ich angreifen. An. Ja, doch, würde ich schon machen. Weil an sich müssen die ja auch gesehen haben, dass einer auf dem Schiff die ganze Zeit rumballert. Auf der Insel drauf. Man muss halt... Man hätte es gut machen müssen, hätte sie einen Sprengfass holen können oder sowas. Oder rammen und einfach gut spielen oder irgendwas. Aber hier haben es einfach schlecht gemacht. Ja. Das Hin- und Herfahren, das bringt gar nichts. Naja, da bringt auch nichts. Sie konnten ja ein paar Mal draufschießen und. Ach, ja, gut, wir mussten zwar reparieren, die haben uns getroffen, aber. Ja, aber. Genug ganz Zeit dumm zum Reparieren. Eben. Und am besten fand ich ja den einen, der sich rübergeschossen hat. Ich hab den da fliegen sehen. Ich denke, ja, noch auffälliger geht's nicht. Ja, an sich ein netter Versuch, aber hat halt nichts gemacht. Mehr auch nicht. Da außer, dass wir fast 200 Kugeln verballert haben. Ja, okay. Aber wir haben auch viel aufs Skelett geschossen. Also. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch wieder vom Vorteil, ne? Dass man die mit der Kanonen auch abballern kann. Doch vor allem, dass sie dann auch One-Hit sind. Aber trotzdem waren sie irgendwo dämlich. Die hätten auf der anderen Seite von der Insel drauf springen sollen und dann irgendwann aus der Schatzkammer noch. Richtig, so hätte ich gemacht. Ja, so hätte ich es auch gemacht, statt zu versuchen, bei uns auf dem Schiff zu kommen. Weil ist doch klar, dass zwei auf dem Schiff bleiben, die Leitern im Auge behalten da, und die dann sofort runterballern, ja, wenn sie da kommen. Das ist auch nicht, was ich dabei gedacht habe. So, ich bin auch wieder am PC jetzt. Wo müssen wir überhaupt hin? Oder wo fahren wir hin? Ich fahre tatsächlich gerade nach Shipwreck Bay. Ah, alles klar. Ich bin immer noch bei 53.498. Da fehlt noch einiges an Gold. Dürfte mir auch nicht mehr so viel fehlen, bis ich mir das erste Teil fürs Schiff holen kann. Ja, ich habe jetzt 46.000. Ein paar noch.
Ja, ich denke mal, dass mir dann noch ungefähr 5.000, 6.000 fehlen. Für das erste Teil. Ich war ja bei 51.000. Mhm. Und ich denke mal, 12.000, 13.000 gab es bestimmt. Für den Raid. So, da ist er wieder. WB. Also, ich habe immer noch 7.900. Und da passiert irgendwie auch gerade nichts mehr. Ja, bei mir kommt auch nichts mehr. Da hinten wäre ein Wrack. Die Frage ist, ob Relocken das wieder beschleunigt, wie ich manchmal schon mal war. Aber was, ein Raid? Nee, also das Nachberechnen. Ja, so. Durch einen Relock hast du dann in der Regel eigentlich alles. Es kann auch passieren, wenn du dich einloggst, dass du plötzlich 0 Gold hast. Das hatte Stefan gestern. Aber dann hat er nochmal relockt und dann hatte er aber sein Gold wieder. Bin wieder da. Die Frage ist, wollen wir da links auf Backbord das Frack nehmen? Ja, warum nicht? Da habe ich auch gerade dran gedacht. Wäre eigentlich ein Plan, weil da sind auch Schädel und so drin. Ja. Soll der Fernandes noch hart nach links lenken? Nach links? Jawohl. Ja. Ah, da vorne ist. Komplett eingeschlagen. Dann die restlichen Leute an Anker und wir drehen schnell. Alles klar. Ja. Hast du voll eingeschlagen? So, und jetzt gerade. Wieso gerade? Wo wollt ihr denn hinfahren? Genau vor uns jetzt gerade. Genau vor uns ist das jetzt. Ein bisschen mehr nach rechts, oder? Du drehst immer noch. Es ist gerade keiner am Steuer. Ja, ich geh mal hoch. Na, Fernandes war eigentlich dran am Steuer, aber ja, der hat ich war, hat mir beim Anker geholfen. Dann habe ich kurz auf die Karte geschaut. Ach so. Ja, ja, das ist schön. Wenn man am Steuer ist, dann sollte man schon jemandem Bescheid sagen, wenn man da weggeht. Da hat die Ankerwende natürlich viel gebracht. Da rechts haben wir stolpert noch eine Schaluppe am Rumeiern. Die hat noch Licht an. Ja, no. Ja, ich denke mal, dass wir gerade erst eingeloggt haben. Ah, die fährt aber an weg. So, wir können das Hauptsegel schon hochnehmen. Das war hier gleich volle Bude vorbei, wir haben ganz schön Geschwindigkeit drauf. Ich mach schon mal den Anker, so ein bisschen. Vorhalten, genau. Gut aus. Perfekt. Oh. Upsala. Na gut, ist ne? Gerannt? Nö. Das war ein bisschen. Oh. Also das der war knapp. Das Captain war Kajüte. Knapp. Captain Kajüte ist nix. Ich geh mal nach ganz unten. Sieht schlecht aus. Ich glaube, der Eimaster war gerade schon hier, aber hier sind jede Menge Kanonenkugeln und so. Ja, die können wir eigentlich farmen. Ja, irgendwer hat das schon geplündert. Mitteldeck hat auch einer durchgeguckt. Ja, mache ich gleich. Ja, Mitteldeck ist auch nichts. Auch nichts, okay. Ja, dann war ja schon jemand. Da ich Dödel hatte natürlich meine Taschen noch voll. So. Ich habe jetzt mal Fausing angemacht. Mal gucken, ob das irgendwie diese ganze Geschichte mit diesen Drops behebt. Ich habe ja echt. Also normalerweise eigentlich 80, 70 FPS und Ping auch höher. Hier bei 60. Und wenn es ruckelt, dann geht das als der Ping nach oben und der FPS nach unten.
Ne, passiert immer noch. Okay, alles da, hat's nicht behoben. Okay, sind wir da? Nein. Wir sind gerade noch Schiff am Leerräumen. Ja, hier sind noch jede Menge Kanonenkugeln drin. Die sollten wir vielleicht mitnehmen, weil wir haben kaum noch welche. Oh, ey, ich habe jetzt gerade einen Ping von 500 gesehen. Das ist nicht normal. Oh, krass. Einstellen. Also bei mir hält er sich konstant zwischen 50 und 70. Im Moment. So, Ping habe ich auch permanent 50 bis 60. Ich habe mal noch ein bisschen was geändert, mal gucken. Ich habe die Qualitätseinstellung einfach mal wirklich von mystisch auf legendär gestellt. Und FPS-Limiter bei 60 FPS reingehauen, ohne V-Sync. Bretter sind voll wieder. Brauchen wir nur noch Kanonenkugeln. Ah. 4. Ach, meine Taschen sind voll. 4 Kanonenkugeln liegen noch. Hallo! Hallo. Hi. Achtung, Haie kommen. Was? Es bricht trotzdem alles ein. Man kann unter Wasser übrigens aus einem Krug trinken und an dem Schiff, was hier versunken ist, nachfüllen. Ja. War ja klar, dass du da wieder ausprobieren musst. Das ist eine gute Idee. Oh, Bananenfass ist auch voll. Alles voll, außer Kanonenkugeln. Ich habe aber das Kind nicht mehr gesehen im oberen Deck. Ich auch nicht. So, sind alle an Bord? Negativ. Jo. Also. Jetzt bin ich tot. Zwei Haie. Ah, okay. Tot ist wie fast an Bord. Eben. Ich relogge mal wieder, weil mein Geld ist auch noch nicht da. Ich glaube, ich mach das auch mal. Ja, ich werde das gleich machen. Erstmal jetzt hier sehen, das war. Ja, er muss drinnen bleiben, sonst. Ja, ja. Ich bleib ja drin. Ja, einfach nur gerade aus. Okay, könnt ihr Segel setzen? Ja. Da ich bin gerade der Einzige mit dir hier auf dem Schiff. Ach so. Die anderen. Ja, müssen ja unbedingt reloggen. Ich bin sofort wieder da. Komm. Inakzeptabel. Oh, da vorne ist eine Schaluppe an der Insel. Da auch mutig, dass die da anlegt, obwohl hier ein Dreimaster in der Nähe steht. Na, der ist alles vorbeigefahren und da drüben einfach der. Dann machen wir aber einen kleinen Schlenker, oder? Naja, die fahren weiter. Ah, oh, der fährt schon. Okay, dann nicht. Fahren nach Shipwreck Bay. Machen wir die Aufgabe da. So. Na, dann sag mal gleich, ob du dein Gold jetzt dann hast oder nicht. Ja. Oh, die Schaluppe ist eher so in unsere Richtung. Das Spiel hat sich aufgehangen. Beim Ausloggen. Okay. Ah, aber die machen nichts.
Ganzer Rechner ist übelst am Rödeln wegen dem Spiel, ey. Wieder da. Naja, drück mal deine Alt-Taste. Man hört dich doppelt.